live hören wir. Herrlich. Ich sehe uns auch schon. Ich bin begeistert. Ja, es funktioniert in exakt der Taktung, die DSA-Produkte auch haben, wenn sie hier stehen. Wir probieren einfach so lange, bis es gut ist. Besser spät als nie. Hervorragend. Also, wir sind hier auf der CCXP in Köln. Kommt vorbei, wenn ihr wollt. Wird gut. Und wir sprechen über das schwarze Auge, beziehungsweise was die Zukunft dieses Rollenspiels bringen wird. Sprechen über kommende Produkte, die bereits angekündigt sind, kündigen weitere Produkte vor an. Im weiteren Verlauf der Sendung kommt noch Bernhard Hennen vorbei, drüben von der Lesebühne, und wird interviewt und redet über seine DSA-Pläne. Genau, ich bin Jasmin Neitzel, Community Managerin für Ulysses-Spiele und DSA-Autorin. Und das ist Johannes Kaup. Was machst du so? Ich bin Mitglied der DSA-Redaktion und zähle mittlerweile wohl auch zu den DSA-Autoren, denke ich. Das tust du in der Tat, denn du hast eins der coolen Bücher, die wir neu auf der CCXP haben, verfasst. Ja, stimmt. Das kann man tatsächlich erst hier heute zum ersten Mal kaufen, habe ich mir sagen lassen. Erzähl doch, was es ist, worum geht's, was ist drin? Das ist ein 64-seitiges Abenteuer namens Krallenspuren. Es ist sozusagen mein Erstlingswert für eigenständig betreute Bände. Und ja, es ist ein Abenteuer, das mal wieder in den Tulamidenlanden spielt. Genauer gesagt in und um das Dörfchen Samra, was ja dem einen oder anderen DSA-Veteran möglicherweise etwas sagen könnte. Ja. Allerdings knüpft es nicht an die Ereignisse aus der Borberat-Kampagne an, sondern ist ein ganz eigenständiges Abenteuer, was in neuerer Zeit spielt. Ja, also wie hoch würdest du den Cat-Content dieses Abenteuers einschätzen? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mal die Anzahl der Katzen zu zählen, die darin abgedruckt sind, aber sie sind Legion. Sie sind Legion, ja. Wir befinden uns ja mehr oder weniger im Jahr der Katze bei Das Schwarze Auge. Ja, wir richtig. Haben die schwarze Katze gecrowdfundet, veröffentlichen sie demnächst dann Krallenspuren. Aphis Myra, die Erzdämonin in Magie 3, und wir werden heute auch noch... Also sagen wir, es sind nicht die letzten Katzen, die euch heute begegnen werden. Das ist völlig korrekt. Cool. Ansonsten sind wir haben natürlich ein Publikum auf der Messe, das sich gerne an der Sendung beteiligen kann, wenn es Fragen hat. Wir haben da ein Mikrofon für, das euch von einem netten Mitarbeiter reingereicht wird wahrscheinlich. Sollte es passieren. Und wir haben einen Chat natürlich hier auch. Und dieser Chat, kann auch Fragen stellen, Anmerkungen machen. Ich lese nicht alles eins zu eins mit, aber wir haben auch DSA-Redakteure im Chat. Gerade habe ich schon Alex Spohr gesehen, der wird euch gerne alle Fragen beantworten. Steffen Brandt war auch im Chat, unser Chefkartograf. Ihr seid also auch dort versorgt. Ganz absurderweise könnten wir auch Fragen des Publikums an den Chat, an die Redakteure im Chat weiterleiten. Ist der etwas zeitversetzt? So das ist es auf zwei Medien. Krallenspuren, auf jeden Fall hier erwerbbar im Shop, wie einige andere coole Sachen auch. Das Blut der Kastesia ist eine sechsteilige Romanreihe in den dunklen Zeiten von Daniel Gödemann. Der erste Teil ist nun hier auch erhältlich und verfügbar. Ganz genau. Die weiteren Teile sind schon in der Produktion und werden demnächst erscheinen und euch die dunklen Zeiten näher bringen. Ich hatte auch schon Gelegenheit, die ersten paar Bände davon mir anzuschauen, und es ist wirklich eine verdammt spannende Geschichte geworden, und ich bin froh, dass auch mal wieder so ein längeres Buchprojekt wirklich in den Kanon reinkommt. Ja, ich finde es auch gut, dass es ein längeres Buchprojekt ist, das bereits jetzt eigentlich auf Vollständigkeit geschrieben ist und ganz genau richtig entsprechend auch in Toto erscheinen wird. Manchmal lernen wir. Ich hoffe oft, aber manchmal dauert es eine Weile. Wie dem auch sei, das Ding... erscheint, wenn ihr Leute seid, die allgemein gerne Conventions besuchen, auf der RadCon in Berlin planen wir den zweiten Teil, so die Produktion es hergibt, bereits im Vorverkauf zu haben. Der wird dann wahrscheinlich erst zur RadCon in Limburg im August regulär erscheinen. Aber so viel zu den Kastesiern. Was haben wir noch auf der Messe neu? Wir haben das Vermächtnis des Nubor. Ein Produkt, das aus der beliebten DSA 1 Let's Play Reihe entstanden ist und
sagen wir, wenn die Reihe schon ironisch und voll von Insider-Gags waren, ist es dieses Abenteuer nochmal einen ganzen Schwung mehr. Es wurde von den Orkenspaltern nach DSA 1 Regeln und DSA 1 Philosophie verfasst und entsprechend spielt es sich. Wenn ihr das in der Praxis sehen wollt, mit der originalen Crew, bis auf Nubor, der um dessen Vermächtnis es geht, der vermisst ist, dann seid morgen dabei, wenn wir es let's playen. Die Uhrzeit steht auf dem Schild dort drüben, auf der anderen Seite. ich habe sie gerade nicht im Kopf, aber im Grunde aber einfach das ganze Wochenende lang hier bei uns zu gucken und es wird ein gutes Programm geben. Ja, das Vermächtnis des Nubor ist im DSA 1 Look von innen aufgebaut. Es schöpft wirklich so richtig aus den Vollen, aus der Nostalgiekiste. Das ist ziemlich großartig. Und ja, erstmal ist es auf der CCXP erhältlich und je nachdem, wie es sich entwickelt, wenn wir Reste haben, werden die in den F-Shop gelangen danach. Aber es kommt nicht in den großen Handel. Ihr vor den Empfangsgeräten werdet eine Chance haben, eines der Exemplare zu gewinnen im Laufe der Sendung. Und auch ihr, die hier auf der Messe vor dem Stand ausharrt, bekommt die Gelegenheit dazu. Oh ja. Aber das im weiteren Verlauf der Sendung. Was haben wir noch Cooles? Außer du hast noch ein paar DSA-1-Erfahrungen zu teilen. Gut, ich meine, dieser Stream ist ja jetzt schon eine ganze Weile gelaufen. Und wir alle hatten sehr großen Spaß dabei, Michael beim Leiden zuzusehen. Das ändert sich natürlich auch in diesem Werk nicht wirklich. Hast du denn DSA 1 gespielt? Ich habe es nicht zur ersten Stunde gespielt, muss ich zugeben. Ich bin erst mit DSA 3 eingestiegen. Ja, wie ich auch. Das ist einfach der Fluch der späten Geburt. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich habe mir natürlich dann bei einschlägigen Quellen die ganzen alten Abenteuer besucht. Und die Solos habe ich alle durchgespielt. Cool. Dann haben wir natürlich noch weitere Produkte, die kommen, wo wir über die RadCon Berlin schon gesprochen haben. Es steht das aventurische Pandemonium an. Oh ja, allerdings. Erzähl doch den Leuten mal, was das aventurische Pandemonium ist, in ein paar Worten. Ja, das aventurische Pandemonium ist eine neue Spielhilfe, die endlich mal all diese ganzen Dämonen mit DSA 5 Werten ausstattet, die man kennt und liebt und für die es bisher einfach noch keine Werte gab. Insgesamt haben wir 65 Dämonen, die in diesem Band vorgestellt werden. Es sind auch einige ganz neue dabei. Natürlich werden gleichermaßen alle 12 klassischen Erzdämonen dabei behandelt. Es gibt einiges Hintergrundwissen, der Namenlose kommt auch mal wieder vor. Und ja. Wir beschreiben diese Dämonen in einer Detailtiefe, wie es bisher noch nicht vorgekommen ist. Und geben euch da auf jeden Fall Einblicke, die einen ganz neuen Blickwinkel auf dieses ganze Sphärenmodell werfen. Ja, es ist auch der erste Reiseführer in die Domänen der Niederhölle. In der Tat. Diese werden da in einem Detail beschrieben, das einem Angst und Bange um die eigene unsterbliche Seele macht, wenn man sich mit diesen ganzen Paktmöglichkeiten einlässt. Oh ja. Aber es macht halt auch Spaß. Ja, genau. Das Buch wird zur RadCon in Berlin erscheinen. Richtig. Und dort auch in einer limitierten Version erhältlich sein. Im Chat wurde schon gefragt, ob wir jetzt schon darüber sprechen, wie es mit limitierten Versionen weitergeht. Machen wir nicht. Das überlassen wir Markus auf der RadCon in Berlin zur Keynote. Aber seid euch gewiss, dass wir dann gearbeitet haben, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, die ist auch gut, wie wir in Zukunft mit limitierten und blauen Büchern umgehen, damit auch Leute, die nicht zu jeder der steigenden Anzahl von Conventions reisen, die wir anbieten. Oh ja. Mittlerweile sind wir ja ganz gut verteilt in der Republik. Berlin ist halt schon ein Stück ab. Ja, dann das Schatzkarten-Set 2. Da warst du redaktionell für zuständig. Das ist richtig, darüber. Ja. Also das erste Schatzkarten-Set ist ja schon eine Weile raus. Das bietet Spielrunden einfach die Möglichkeit, Beute von besiegten Gegnern oder auch Belohnungen aus Schatztruhen oder irgendwelchen gefundenen Verstecken zufällig als Karte zu ziehen. Das macht es dem Spielleiter natürlich sehr einfach, mal zu improvisieren, falls doch ein bisschen mehr Loot bei rumspringt. Und für das zweite Schatzkartenset haben wir uns überlegt, dass es ja
vielleicht gar nicht so dämlich wäre, wenn man Schatzkarten auch thematisch sortiert. Also das zweite Schatzkartenset bietet einen Haufen von Gegenständen, Schätzen, Münzen, Elixieren, alle im Kontext der Thulamidenlande. Also alles so ein bisschen thulamidisch angehaucht. Und ich finde, das Set ist großartig geworden. Ich bin wirklich sehr glücklich mit den ganzen Texten. Hast du das Thema zufällig gewählt oder hängt das mit deinem Abenteuer in den Thulamidenlanden zusammen? tatsächlich hingen die beiden Entscheidungen nicht miteinander zusammen. wir haben uns halt ein paar Regionen überlegt, die sich für so ein Schatzkartenset eignen könnten. Und die Thulamidenlande sind von diesen wohl die am stärksten bespielte und damit unmittelbar nützlichste Region. Dafür haben wir uns entschieden, das eben als erstes anzugehen. Es gab bisher ja auch so wenig Material zu den Thulamidenlanden in DSA 5. Das stimmt, aber trotzdem ist es einfach eine sehr beliebte Region und ich denke, dass ihr auch im Laufe dieser Sendung möglicherweise noch die ein oder andere Entdeckung machen werdet, was denn demnächst in den Thulamidenlanden so passiert. Ja, aber zu einem lang angekündigten Abenteuer oder zumindest einer lang angekündigten Geschichte. Eiserne Flammen, die Fortsetzung der Splitterdämmerung. Das Finale der Splitterdämmerung. Das sehen wir mal. Das einen gibt's ja noch. Ja, aber der ist nicht Teil der Splitterdämmerung. Du musst es wissen als Redakteur. Aber, ja, die Eiserne Flammen, Teil der Splitterdämmerung. Es spielt in der Höllenschmiede Yolgurmak, einem Ort, der der Domäne Agrimoth, wie sie in Pandemonium beschrieben wird, wohl auf Dere am nächsten kommt. Oh ja. Dort wird der Wille des wahnsinnigen Mechanikus Leonardo Gestalt und nun wird sich sein Plan mit dem Agrimoth-Splitter erfüllen, wenn die Helden nicht eingreifen. Und darum geht es, dass die Helden diesen Eingriff ganz wagen genau und sich in die Dämonenstadt Yolgurmak begeben, um Leonardos Pläne zu stören. Und wir werden sehen, was für einen Erfolg sie dabei erringen können und wie es danach weitergeht. Und das Abenteuer wird auf jeden Fall eine Beschreibung Yolgurmaks enthalten. Und einen wunderschönen Stadtplan. Einen wunderschönen Stadtplan von Steffen Brandt. Die Kakophonie der Niederhöllen dringt hier gerade in unser Ohr, deswegen entschuldigt. Aber ich denke, es läuft. Ja, das Eiserne Flammen wird zur Radcon in Limburg erscheinen im August. Ganz genau. Auch da wird es eine limitierte Version geben. Nach den gleichen Regelungen, die für das Pandemonium auch gelten werden. Geben wir in Berlin bekannt. Und das Abenteuer wurde von Julian Hertel, Anni Dürr und David Lukassen verfasst, die alle als Drachlinge über das Demo-Team zu DSA gekommen sind und jetzt sich als Autoren mit einem echten Finale... Als Finale kann man es in der Tat bezeichnen. Also das Abenteuer ist ausgelegt für legendäre Helden. Also Helden, die schon einen ganzen Haufen Erfahrungspunkte und viele machtvolle Fertigkeiten haben. Und ich habe mir das Abenteuer auch schon im Detail angesehen und halte es dennoch für äußerst gefährlich, wie es eben auch des Finales des Agrimoth-Splitters würdig ist. Aha. Es wird gerade nach der Anfahrkampagne gefragt, auch wenn die jetzt nicht auf unserer Liste steht, also nicht unmittelbar vor der Erscheinung. magst du als beteiligter Redakteur ein oder zwei Worte dazu verlieren? Beteiligter Redakteur, ja, so kann man das sagen. Genau, die sogenannte Anfangskampagne ist ja auch schon jetzt eine ganze Weile, sie steht schon eine Weile an. Die Vorbereitung haben wir jetzt soweit abgeschlossen, wir kommen jetzt ans Schreiben. Und die Story habe ich mir auch schon angeguckt, da wird eine ganze Menge dabei sein. Es wird wieder eine Kampagne mit 6 Einzelabenteuern sein, so wie die Theaterritter-Kampagne. Und viel mehr möchte ich euch da eigentlich noch gar nicht zu verraten. Ihr werdet euch da noch ein bisschen gedulden müssen. Cool, cool, cool. Damit haben wir alle Sachen, die schon angekündigt sind, die wir heute besprechen wollen, besprochen und kommen zum noch interessanteren Teil, würde ich einmal sagen. Außer hier auf der Messe hat noch jemand unmittelbar eine Frage zu einem der eben angesprochenen Dinge. Ja, Mikrofon, Henna. Das
glaube, Pandemonium, gibt's das auch noch in Limburg? Jetzt hab ich's nicht verstanden, ja. Das Pandemonium. Warte mal. 1, 1, 1, 1, 1. Test, Test. Das blaue Pandemonium, gibt's das auch noch in Limburg? Die Frage ist, ob es das blaue Pandemonium auch in Limburg geben wird. In Limburg, davon ist nicht auszugehen. Wir gehen davon aus, dass alle Teile in Berlin weggehen, aber für Sammler eventuell eine andere Möglichkeit geschaffen wird, die denn nichts mit, die nicht an Conventions gebunden ist. Sorry, es hat sich als schwieriger herausgestellt, das zu hören, als ich gedacht habe. Ja, unser Monitor ist nicht ganz so hilfreich mit diesem Mikrofon. Ja, wahrlich. Ja, kommen wir zu tatsächlichen Neuankündigungen. Dazu wird die Regie auch Bilder einblenden, dann jeweils die auf den Bildschirm zu sehen sind. Oder auf eurem Bildschirm. Ja, dann, was ist das coole neue Produkt Forscher Wein und Rollenspiel? Ja, das ist tatsächlich, es ist auch ein Projekt, das ich betreut habe. Man muss natürlich den kompletten Titel nennen. Das Buch nennt sich Forschungsdrang und Rollenspiel, eine motivgeschichtliche Betrachtung zum Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge. Es handelt sich um ein absolutes Liebhaberprodukt. Ich hatte Riesenspaß dabei, dieses Buch redaktionell zu betreuen. Und zwar ist es eine Sammlung von Essays aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die sich alle mit DSA auseinandersetzen. Und zwar aus den unterschiedlichen Bereichen. Es gibt viele geschichtswissenschaftliche Beiträge, es gibt einen medizingeschichtlichen Aufsatz, es gibt philosophische Diskussionen über die Folgen eines Seelenpaktes, ganz passend zum Pandemonium. Es gibt zahlreiche Vergleiche des Bosporanischen Reiches mit dem antiken Rom. Also es sind einige wirklich spannende Themen, die da diskutiert werden. Insgesamt 19 verschiedene Artikel. Es wird ein ziemlich dickes Buch, so ungefähr vergleichbar mit Die Kunst des schwarzen Auges, was ja auch ein sehr schönes Produkt für Liebhaber war. Und außerdem haben wir es geschafft, dass Hartmar von Wieser uns ein Vorwort für das Buch geschrieben hat. Und das ist, allein schon das Vorwort ist so unterhaltsam zu lesen, dass das Buch auf jeden Fall einen Blick wert ist, finde ich. Also sehr spezialistisch. Ja, es ist, also man merkt auf jeden Fall, dass es von Wissenschaftlern geschrieben wurde. Ja. Es ist aber trotzdem verständlich, also ich bin absolut kein Experte in irgendeinem dieser Fachgebiete. Ich habe trotzdem alles verstehen können. Es gibt viele Literaturverweise für Leser, die gern mehr zu einem Thema wissen möchten. Und insgesamt ist es einfach eine super interessante Aufstellung, die auch ein paar wehleidige Gedanken an die Vergangenheit des Schwarzen Auges wecken. Cool. Hilft, bringt mir das irgendwas am Spieltisch? Es ist tatsächlich ein reines Outgame-Buch. Teilweise werden so ein paar Techniken diskutiert, wie man denn aus dem Text, den man im Abenteuerbuch drinsteht, wirklich einen Text macht, den man dann seinen Spielern weitergibt. Aber akut für den Spieltisch bringt es wohl nichts. Es ist eigentlich eher so, ja, eine Möglichkeit, sich mit dem Rollenspiel mal auf einer Metaebene zu beschäftigen. Ganz ähnlich auch wie unsere Handbücher des Drachen. Ja, die sind ja relevant für den Spieltisch. Das stimmt. In dem Fall hat man auf jeden Fall auch einen Mehrwert davon, aber es ist nicht direkt praktisch applizierbar, würde ich sagen. Ja, es sind keine Abenteuer. Nein. Magst du Aventurien noch genauso gerne, nachdem du das Buch bearbeitet hast? Sogar noch mehr. Erst 18 Uhr. Oder? Wir haben schon genug. Ja, genau. Also ich habe durch die Lektüre des Buches auch nochmal einiges Neues gelernt über Aventurien und da waren ein paar sehr interessante Ansätze und Überlegungen und das möchte ich auf jeden Fall jedem Fan ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Wann erscheint das Ding denn? Das Buch soll wohl Ende Juli erscheinen. Wir werden es wahrscheinlich noch nicht nach Berlin mitbringen können, aber auf der Radcon Limburg solltet ihr ein Exemplar ergattern können. Ja, es ist auf jeden Fall im F-Shop bereits vorbestellbar und kann dort, wird dann halt zu euch nach Hause geliefert, wenn das kommt. Ganz genau. Genau. Haben wir noch etwas zu sagen zu Forschungsdrang und Rollenspiel? Habt ihr noch Fragen zu Forschungsdrang und Rollenspiel? Der Chat? Hat der Chat Fragen?
Wirkt nicht so. Dann gehen wir weiter zur, sagen wir, der griffigeren Ankündigung. Ja. Genau. Wir haben ja schon vor einer Weile auf den sozialen Medien ein Bild gezeigt von einem dämonischen, feueratmenden Pferd. Manche können natürlich, eventuell war es Teil des Pandemoniums, aber Johannes, ist im Pandemonium der Schadifried enthalten? Es ist ja kein Dämon, das ist ja ein Daimonid. In der Tat. Entsprechend ist er es nicht, sondern er ist Teil der nächsten kommenden DSA-Produktreihe, nämlich der nächsten Regionalspielhilfe, bei der es sich um das Dornenreich, Aranien und das Erbe des Mogulats handeln wird. Also die Beschreibung des wohl am nächsten an den Mittellanden gelegenen Stücks der Thalamidenlande, dem Maranyat Aranien, oh ja, in dem man sowohl den Geist von Tausend einem Rausch atmen kann, als sich auch als Mittelländer verständigen und zu Hause fühlen, indem man in einer exotischen Kultur der Mittellande, indem man für eine Mittelländer exotischen Kultur sich begeben kann, zahlreiche Abenteuer erleben und gegen das Erbe und den Einfluss Orons streiten kann, auch wenn dort natürlich vor einiger Zeit schon Helden große Erfolge erreichen konnten in der Splitterdämmerung, in Schleierfall und Schleiertanz, umgekehrt, Schleiertanz und Schleierfall. Und ja, diese Abenteuer werden nicht ohne Auswirkung geblieben sein. Eleonora ist wieder als sie selbst auf dem Thron. Die Schleierverschwörung der Oronia ist gebrochen und Aranien tritt in ein neues Zeitalter, wie ganz Aventurien das im Sternenfall eben tut. Und so ergeben sich neue Herausforderungen. So muss man zwar noch immer mit dem Erbe Orons ringen, aber Oron wird nicht der Hauptgegner des Ganzen sein, sondern es gibt andere Verschwörungen, andere Optionen im Schatten. Wir haben natürlich bereits das Cover der Spielhilfe. Das dämonische Pferd war übrigens von Elif Siebenpfeifer illustriert worden. Das Cover hat uns Markus Koch gezeichnet. Wir haben das Ganze auch als Erinnerungsstück in wunderschöne Postkarten gegossen. Wenn also jemand von euch Grußkarten aus Aranien will, Dominik, magst du einmal ins Publikum verteilen? Es bekommt auch jeder natürlich eine, der bei uns im Shop einkauft, mit in die Tüte geworfen ab jetzt. Ihr merkt ja alle auch, dass Jasmin eine große Leidenschaft für Aranien hegt. Und das liegt zum Teil auch daran, dass sie selbst Mitautorin für die Regionalspielhilfe ist. So ist es. Bin eine von ein paar Autorinnen, die sich Aranien angenommen haben, unter der Redaktion von Zoe Adamitz und Alex Spohr. Alex Spohr auch als Autor und Co-Autor der Schleierkampagne, natürlich ein alter Aranien-Veteran. Und als Regelguru ist er natürlich auch in Aranien sehr notwendig. Wo haben wir unsere Liste der Autorinnen? Ich möchte niemanden vergessen. Verdammt. Wir haben den Zettel nicht, aber ich krieg sie auch noch so zusammen. Mitgeschrieben haben neben mir Alex und Zoe Heike Kamaris, die Aranien seit den Anfängen begleitet und das Oron-Setting mitgeprägt hat. Serena Hähnchen, die auch bei vielen DSA-Dingen aktiv war und sich hier dem Tanz der Mode angenommen hat. Auch wichtige Aspekte Araniens. Thomas Eberhard, der bisher außer Dämonen nicht viel zu DSA beigetragen hat, aber in der Foren-Community als Heldi durchaus eine aktive Rolle spielt. Marie Mönkemeyer hat ebenfalls beigetragen zum Kernprodukt. Und sollte ich noch irgendjemand vergessen haben, dann wird Alex mich hoffentlich im Chat darauf hinweisen. Aber es gibt natürlich nicht nur die Regionalspielhilfe selbst, es gibt ja auch... Lass uns erstmal bei der Regionalspielhilfe bleiben. Okay, na schön. Wir haben noch Details. es wird gerade gefragt, ob das Ding als Crowdfunding erscheinen wird. Nein, das kommt einfach so raus. Da vertrauen wir drauf, dass ihr das Material haben wollt. Wir versuchen es im September zu schaffen, aber
wie wir es bei Regionalspielhilfen machen. Deswegen die Ankündigung auch sich eine Weile hingezogen hat und wir erst jetzt drüber reden dürfen, obwohl ich da auch schon durchaus früher Lust zu gehabt hätte, ist, dass wir Regionalspielhilfen so viel Zeit geben, wie sie brauchen. Das ist die, sagen wir mal, die Königsdisziplin des ESA-Produkts. Oh ja. Nichts ist rechercheaufwendiger, nichts muss mehr ein Gefühl einfangen als eine Regionalspielhilfe und deswegen geben wir dem der Regionalspielhilfe, für die Texte jetzt gerade eingetroffen sind, auch im Lektorat so viel Zeit, wie sie benötigt. Und wir hoffen, es wird September. Es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr, aber seid nicht böse, wenn es Oktober wird und freut euch daran, dass das Buch dadurch besser geworden ist. Ja, das Dornenreich. Was? Das beschreibt natürlich die Regionen Araniens, wozu wir zum Beispiel das Bild zu Zorgan vom Typografischen Institut, illustriert von Stefan Wacker, der auch einige der anderen Regionalbilder oder Ortsbilder für die Spielhilfe angefertigt hat. Genau, das Bild kennt ihr ja möglicherweise schon aus dem Heldenwerk Ein Fest für die Augen, das ebenfalls in Zorgan stattfand. Und das wird auch wieder Einzug in die Regionalspielhilfe finden. Zusätzlich wird es aber natürlich auch viele, viele neue Regionalfotos geben. Genau, wir werden da noch gleich einige zeigen, aber erstmal über die Regionen. Hast du eigentlich einen Lieblingsteil Araniens? Ah, ein Lieblingsteil Araniens. Das ist eine schwierige Frage. Ich bin tatsächlich ein recht großer Fan von extremen Gebieten. Und man mag sich drüber streiten, ob die gorische Wüste noch zu Aranien gehört, also generell Gorien. Aber der nördliche Teil auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, auch in der Spielhilfe wird sich auch darüber gestritten, wozu diese Region gehört. Der Maharan Arkos wird es persönlich in die Hand nehmen, und den Thermoniten die Rajas Würde Goriens abnehmen, um endlich Anshupal zu erobern. Dabei kommt es wieder vermehrt zu Kriegshandlungen auf der Steppe, wobei beide Seiten die Pilger achten. Aber Gorien wird ein Gebiet des Konflikts. Wir beschreiben den nördlichen Teil Goriens in größerem Detail, gehen aber auch ein bisschen auf den Hasrabalschen ein. Aber unser Zentrum der Spielhilfe wird Aranien bleiben. Insgesamt bleibt es Aranien. Wir haben, anders als bei den zuvorigen Spielhilfen, keine Nachbarregion zusammengefasst, sondern eben eine Region in einem Band, weil Aranien einfach genug Material bietet, um diese Seiten zu füllen. Und wir hätten ganz genau. Ich persönlich hätte noch mehr schreiben können, hätte ich denn gedurft. Aber man soll auch nicht zu langatmig werden. Es passt halt auch nur eine begrenzte Textmenge zwischen zwei Buchdeckeln, Jasmin. Ja, und als ehemalige Redakteurin weiß ich auch, dass der Instinkt der Autoren, mehr zu schreiben, nicht immer das ist, was dem Buch am besten tut. Entsprechend das ist auch richtig, ja. Vertraue ich der Zoe, dass meine Zeichenangaben die richtigen waren. Die macht das schon. Ja, ansonsten weitere Regionen. Gehen wir von unten einfach mal durch. Wir haben Gorien. Daneben haben wir das Yalait, eine weitere umkämpfte Region, die mehr nominell zu Aranien gehört. Eine sumpfige Halbinsel, in der die Leute nun zum ersten Mal nach 20 Jahren des Krieges auf Freiheit streben können. Auf der anderen Seite Goriens schließt sich der Vasallenstaat Flößzern an, der ja sehr in den aranischen Einfluss geraten ist und ja, eher eine klassische Thulamidenlandregion, die auch sehr anfängergeeignet ist, darstellen wird. Daneben liegt dann Palmyrames, das Land am Fuße des Rashdulswalls, in dem sich der Adel dem Müßiggang hingibt, während... Die Wiege des Marzipans. Die Wiege des Marzipans, wie man in der Spielhilfe erfahren wird. Wir haben auch eine Marzipanbäckerin aus Palmyrames als Illustration, die wir jetzt mal direkt vorschieben können. Stimmt, die passt jetzt. Von Dirk Wachsmuth illustriert. Genau, Palmyrames, Müßiggang und schönes Leben in den Städten, die keine Stadtmauern haben und nur durch den Respekt ihrer Stadtherrinnen geschützt sind. Auf der einen Seite abgelegene Klöster und wilde Barbaren im Rashdulswall auf der anderen. Von da geht es weiter nach Baburien, dem Grenzgebiet zum Mittelreich, in dem der Rondra-Glaube stark ist, in dem die Stämme von Baburen und Nevaschoten ihr eigenes
ja, ihr eigenes Spiel treiben und in dem der Königsbruder Karibet seinen Machtanspruch deutlich macht. Ein intriganter Geselle, der in der Spielhilfe und vielleicht darüber hinaus noch eine Rolle spielen soll und über dessen Namen man sich merken sollte. Von Bavurien gehen wir weiter nach Zorgana, dem Herzen Araniens, um die Metropole Zorgan, in dem der Handel blüht wie kaum irgendwo in Aventurien, in dem die Madabasari ihre Monopole aufbauen und fürstliche und Handelsintrigen sich treffen. Zum Abschluss Elburien, das Land, das wohl am meisten unter Oron zu leiden hatte, in dem noch immer Spuren dämonischer Macht zu finden sind. Und das nun den Wiederaufbau beginnen muss, während jeder unter dem Trauma und den Erinnerungen der Vergangenheit zu leiden hat. Die Leitthemen Araniens, um dazu zu kommen, oder hast du noch weitere Regionalanmerkungen? Das war eine ziemlich vollständige Auflistung. Ja. Gut. Genau, das Leitthema Araniens ist zum einen das Tor zu den Ptolemidenlanden, für Ptolemiden das Tor zum Mittelreich, also das Zusammentreffen der Kulturen ist da eine wichtige Sache. Die Schönheit, wie es sich für die iranische Rose, für das Dornenreich gehört, ist an der Oberfläche immer zu finden. Es geht uns darum, eben Aran jetzt ein attraktives Land darzustellen, ein Land, in dem man eben, das man als Mensch gerne bereist, in dem die Helden sich auf den ersten Blick wohlfühlen können, aber darunter haben wir Geheimnisse, die verborgenen Dornen der Rose. Das ist zum einen das Erbe Orons, das sind die Kabalja, die Erben der Magier, die seit den Magierkriegen im Verborgenen leben. Dort treten Ilaristen auf, dort treten Erben der Gräber auf, verfolgen im Sternenfall ihre eigene Agenda. Das ist der Frühkapitalismus der Madabasari, der auch Intrigen spinnt. Das ist Karibet als intriganter Onkel des Thronfolgers, Bruder der Königin. Und all diese Mächte treiben im Verborgenen ihr Spiel. Also Intrigen und gesellschaftliche Abenteuer sind in Aranien möglich. Aber es gibt auch einzelne regionale Konflikte. In Yalait und Gorien werden die mehr mit der Waffe ausgetragen. In Zorgana eben mit Handelszügen und einer scharfen Zunge. Und der ein oder andere fleißige Leser des aventurischen Boten mag ja auch mitbekommen haben, dass sich Aranien ganz bewusst von seiner mittelreichischen Vergangenheit distanzieren möchte und eben so ein bisschen zu seinen ptolemidischen Wurzeln zurückführen möchte. Und auch das ist ein Aspekt, den wir in der Regionalspielhilfe nochmal weiter aufbauen werden. Ja, eine weitere Illustration von Elif Siebenpfeifer zeigt das Königspaar Arkos und Leonora, die natürlich eine lange traumatische Geschichte hinter sich haben. Eleonora war mehrere Jahre unter der Kontrolle des Geistes der finsteren Hexe Dimiona und das ist nicht ohne Spuren geblieben. Auch das wird man in den Beschreibungen der NSC und ihren Beziehungen feststellen. Aber ja, man sieht sie auf dem Pfauenthron in Zorgan sitzen im Spiegelpalast und jemand, offenbar ein barburischer Krieger, macht ihnen die Aufwartung. Barburische Krieger sind eine der Professionen, die wir, oder eine der Fraktionen, die in diesem Buch beschrieben werden. Natürlich bekommt man auch Regelmaterial zu den Kabaljas, die in dieser Region heimisch sind. Richtig. Ja, bekannt sind da ja einerseits auf jeden Fall schon die Töchter Niobaras, die ja in Aventurischen Magie 1, ist es meines Wissens, vorgestellt wurden. Kelbara, ja. Und besonders... Also neu sind jetzt beispielsweise die Erben der Gräber, die ja eben auch schon mal angesprochen wurden und die als Kabalja eine ganz eigene Agenda haben. Genau, es wird etwas Material zu Fexgeweihten geben, eben im Rahmen der Madabasari. Ja, die bekommen ein paar Liturgien, die speziell dem ptolemidischen Fexglauben nahestehen. Verwandlung in Mungos! Endlich! Ja! Natürlich werden auch Kreaturen und Gefahren Teil des Bandes. Etwa Tiger, zu dem wir eine Illustration von Sandra Braun haben. Aber natürlich auch der zuvor gezeigte Schadefried und andere Geschöpfe aus uronischen Chimärenschmieden werden
ihren Auftritt haben, aber auch das Erbe weiterer alter Kulturen, die teils bis in die Zeit vor den Menschen zurückreichen, werden im äußerst ausführlichen Mysteria und Arcana-Teil aufgeführt. In jeder Spielhilfe gewichten wir ja die einzelnen Teile anders. Wie viel Platz bekommt Weg und Steg, wie viel Platz bekommt die Historie und der Mythos. Und in Aranien gerade haben wir die Mysteria und Arcana sehr dick machen müssen, um all die Verschwörungen und alten Geheimnisse aufzuführen. Ja, nicht nur müssen, auch wollen. Ja, natürlich. Wir haben nicht gesagt, ja gut, jetzt ich kann nicht darauf verzichten, jede Karawanenroute im Detail zu beschreiben. Da müssen die Ilaristen eben warten. Das ist nicht unser Ansatz mit DSA 5 da. Stellt euch eine Karawanenroute vor, hier habt ihr eine Verschwörung, die ihr darauf treffen könnt. Genau, den Tiger haben wir gesehen. Damit haben wir, sagen wir mal, einen Bogenschlag über die Aranien-Spielhilfe selbst, also das Dornenreich, gemacht. Aber wie ihr bestimmt ahnt, es wird eine ganze Regionalflöte werden. Oh ja, so wie jedes Mal. Der Tiger war übrigens unser erster Cat-Content-Zähler. Der geht gleich nach oben. Wir haben hier das Cover des Regionalabenteuers Mondsilberne Mysterien von Nathaniel Park gezeichnet. Und dieses Abenteuer, das ist die richtige Reaktion, dieses Abenteuer spielt in Raslanashu, der Stadt der tausend Katzen. Und zumindest teilweise. Ja, zumindest teilweise. Es ist ein wichtiger Teil, wie ihr sehen könnt, spielt dort. Ihr seht die Sphinx, die einer der wichtigen Charakter in diesem Abenteuer sein wird, deren Prophezeiung natürlich auch um die Zukunft Araniens einiges zu verraten haben. Das Abenteuer selbst wird euch durch das Dornenreich führen. Zorgan, das Yalait, Palmiramis. Und dort schließlich in die Vorgebirge des Raschdulswalds nach Raschlamasu zu einem katzenreichen Finale. Oh ja, und im Laufe dieses Abenteuers wird die Heldengruppe sich auch mit der Kabalia der Erben der Gräber auseinandersetzen müssen. So viel sei schon mal verraten. Ja, bevor wir... Ja, dann gibt es natürlich das ganze Zusatzzeug, was man zu Regionalspielen immer kriegt. Dazu gehören Spielkarten mit all den ganzen Regelmechaniken da drin. Dann Würfel. Es wird wieder ein Würfelset aus zwei Würfeln geben. Der eine enthält die... Also das eine enthält... Das aranische Wappen haben wir einerseits. Ja. Und der zweite Würfel wird die Dornrose von Oron zieren. Den zweiten Würfel. Genau. Da wir ja keine zwei Regionen haben diesmal, haben wir uns dann eben so ein bisschen für einen zeitlichen Versatz zwischen den beiden Würfelsymbolen entschieden. Ja, ich werde wohl das aranische Wappen benutzen, wenn ich meine Numinoro-Würfel irgendwann mal zur Seite lege. Dann natürlich Sphärenklänge oder... Oh ja. Ralf Kurzifer hat sich dem arabischen und indischen Musikthema angenommen, um... Ja, dem Dornenreich seinen Soundtrack zu verleihen. Und gerade da haben wir auch nochmal sehr darauf geachtet, dass Araniens Selbstverständnis ja nun durchaus emanzipatorisch angelegt ist. Sprich, uns war wichtig, dass die Sphärenklang-CD nicht zu tulamidisch klingt, denn wir haben noch andere Regionen, zu denen das besser passen würde. Ja. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dass Aranien seinen ganz eigenen speziellen Sound bekommen hat in dieser CD. Das ist richtig gut geworden. Ich würde sogar sagen, dass es eine allgemeine Errungenschaft dieser Spielhilfe ist, Aranien noch mehr Identität zu geben, die von den Tulamidenlanden spezifischer gestaltet einfach. Es gibt indische Einflüsse durch, also halt einfach Beschreibungen wie... Palmyrabad und das Yalait und so etwas. Die Gegenden klingen so und wir haben dann da Aspekte herausgearbeitet, die sie eben als eigene Region mit eigenen Einflüssen aus der irdischen Kulturen, aber auch aus der Fantasy festlegen und Eigenheiten betonen und Allgemeinheiten eher allgemein lassen. Das haben wir sonst noch kleine Produkte, die es dazu gibt. Wir haben das Landkartenset auf jeden Fall. Wir haben das Landkartenset. So klein wird das gar nicht. Da haben wir natürlich die Karten der Städte drin. Zeigen wir mal die Karte von Palmyrabad aus der Feder von Hannah Möllmann.
Also vollfarbig, erhältlich. Einige dieser Karten wurden in ihrer ersten Version schon für die Schleierkampagne angefertigt, aber sind jetzt eben in der prachtvollen Version vollfarbig, wie es bei DSA 5 alles ist, erhältlich im Landkartenset. Palmyra-Bad ist eine Stadt, die ich beschrieben habe, deswegen habe ich mir das ausgesucht. Das ist also reine Eitelkeit, dass ihr diese Karte seht. Zorgan, Elburum, Malkis, wen haben wir noch da drin? Blanka. Ja, Anchopal, Barborin, alle werden im Landkartenset und als Featurestädte in Aranien enthalten sein. Aber ja, hier ist Palmyra-Bad mit seinen singenden Gärten und Palästen. Gut, wie es ist. Und Steffen Brandt, unser Chefkartograf, hat sich ins Zeug gelegt und uns noch 2 Stunden vor Abfahrt zur Messe eine nahezu fertige Version der Ingame-Karte zu zeigen, die eben Aranien darstellt, wie die aranischen Kartografen es sehen. Und natürlich auch wieder sehr schöne Marginalien in den Rändern hat. Ja, der Steffen, der kann das. Der Steffen, der kann das wohl sehr gut. Ich sehe hier auch noch wieder neue Details. Die Faunflasche hatte ich vorher noch gar nicht so bemerkt. Hier merkt man auch, dass eine Ingame-Karte daran, dass einige geografische Details außerhalb Araniens undeutlicher werden. Zum Beispiel die Position maraskanischer Häfen an der Küste entspricht nicht 1:1 der tatsächlich geografischen Position, aber das wissen die Aranier halt nicht so genau. Dafür ist die Geografie Araniens selber sehr, sehr genau erfasst und entspricht fast 1:1 dem, der die geografischen Karte enthalten sein wird, was einfach daran liegt, dass die Aranier sich mit Sternkunde sehr, sehr gut auskennen und sprechen mit der Landvermessung. Das ist tatsächlich auch der Fall bei anderen Ingame-Karten, auch zu früheren Regionalspielhilfen. Und ab und zu erreichen uns in der Redaktion tatsächlich noch Mails, die uns dann erklären, dass da ein Fehler auf der Ingame-Karte passiert ist. Ja. Das ist so gewollt. Es war ein Fehler des aventurischen Zeichners. Richtig. Ja, cool, das haben wir. Dann haben wir natürlich ein Heldenbrevier. Carolina Möbis, die morgen im Interview hier sein wird und vielleicht noch ein paar Worte dazu verliert, schreibt es zusammen mit Ariane Willumheit, die auch schon das ein oder andere Mal für DSA tätig war und sich verdient gemacht hat. Und die schreiben... die Geschichte von Heldengruppen von zwei Heldengruppen erzählt von zwei Heimamudim, also Geschichtenerzählern oder Erzählerinnen aus den Ptolemidenlanden. Und diese beiden Geschichten stellen natürlich jeweils ihre Heldengruppe als die Helden der Geschichte dar. Und so sieht man Aranien aus zwei Perspektiven und erlebt eben, wie das Dornenreich von seinen Bewohnern und Besuchern inneraventurisch erlebt wird. Danach haben wir noch die Rüstkammer des Dornenreiches, wo wir ein Bild haben, das während Demiona und ihr Schadefried eher die Vergangenheit Araniens zeigten, die heutigen Umstände deutlich macht. In diesem Bild von Tieran Baron jagt eine barbarische Kriegerin einen Schadefried auf der Steppe mit ihrem Streitwagen. Gibt auch schon einen kleinen Ausblick an, was so ausrüstungsmäßig zu erwarten ist in der Rüstkammer. Also Speere, Reitwagen, aranische Gegenstände. Ja, nicht nur aranische Gegenstände. Wir haben auch tatsächlich das ein oder andere aronische Erbstück, was in manchem Haushalt noch vorhanden sein mag, darin beschrieben. In der Tat, wäre ja schade, es wegzuwerfen. Natürlich. Kann man ja noch gebrauchen. Ja, Kampffächer natürlich in Varianten, Wurfscheiben. Oh ja. Ein Mondskontor der Mada Basari wird das beschriebene Feature-Thema. Und wenn ihr eure Helden für das Dornenreich ausrüsten wollt, habt ihr diese coole Rüstkammer zur Verfügung. Das Ganze könnt ihr zusammen natürlich in einer Box kaufen, die mit einem... mit dem coolen Aranien-Symbol, das auf der Rückseite der Postkarte zu sehen ist, geprägt sein wird im bekannten grünen Design und das Dornenreich in einer Box mit allem Material euch zur Verfügung stellt. Ich denke, das war ein Galopp durch Aranien. Ja,
So vom Streitwagen aus haben wir mal ein bisschen was von der Region gesehen. Allerdings, da ja das Erscheinungsdatum, da uns vom Erscheinungsdatum ja noch zwei weitere Conventions trennen, müssen wir uns ja auch noch ein paar Informationen übrig behalten, die wir uns dann auf der Radcon Berlin und der Radcon Limburg zuspielen können. Ja, 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 cool. Wir haben jetzt natürlich die Gelegenheit, Fragen aus der Crowd entgegenzunehmen, wenn es welche gibt. Ja, wie üblich in der Grünen. Die Frage war, ob es Aranien auch als limitierte Auflage geben wird und richtig, die Regionalspielhilfe, das Regionalspielhilfen-Hauptbuch wird es auch wieder limitiert geben. Ja. Wollen wir Nubor verlosen? Ja, lass uns mal Nubor verlosen. Wir haben uns was überlegt. Es ist ja total langweilig, wenn ihr einfach nur dasteht und es zuguckt. Nein, ich finde, ihr müsst auch mal was tun. Und dann wollen wir doch mal euer Hintergrundwissen zu Aventurien testen. Ich habe mir da eine ganz schwierige Frage ausgedacht. Spätestens nach der Theaterritterkampagne, die ihr natürlich alle gespielt habt, ist ja allgemein bekannt, dass das höchste Gebirge in Aventurien das Eherne Schwert ist. Aber wie ist denn der Name des zweithöchsten Gebirges in Aventurien? Rastulzwal? So ist es. Da haben wir schon direkt die richtige Antwort. Nicht schlecht. Kleiner Applaus bitte. Ich hatte ja gehofft, dass vielleicht jemand vorher eine falsche Antwort ausprobiert, aber okay. Einfach zu gut. Ja. Und ich füge mich diesem Wissen. Roach.de hat im Chat gewonnen. Roach, wir werden dir das auch ein Exemplar zuschicken. Schreib uns einfach mit deiner Adresse eine PN hier auf Twitch und wir sorgen dafür, dass du es nach der Messe erhalten wirst. Gut, cool. Damit haben wir diesen Aranienteil. Der Chat bekommt natürlich auch noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen zu ja, all unseren. Der Chat jetzt haben wir gerade das Zeitfenster, dass der Chat Fragen stellt, bis Bernhard Hennen auftaucht, oder? Ja, wir können natürlich auch noch zu anderen Produkten weitere Details verraten, wenn ihr. Ja. Woran arbeitest du sonst? Was macht der aktuelle Bote? Der aktuelle Bote, der ist gerade in den letzten Zügen. Den werde ich nach der CCXP zusammenstellen, dann wird er lektoriert und der wird dann Anfang Juli an die Abonnenten rausgehen und auch online verfügbar sein. Und auch da wird es natürlich noch ein paar Hintergründe zu den aktuellen Geschehnissen in Aranien geben, selbstverständlich. Und auch die eine oder andere zukünftige Publikation könnte in einem Artikel angeteasert werden. Allerdings, ja. Sind auch noch ein paar andere Artikel, die ich in der Hinterhand habe und die es diesmal nicht reingeschafft haben. Es hätte ein unfassbar voller Bote werden müssen, wenn ich all das reingebracht hätte, was ich habe. Von daher werdet ihr in den nächsten Monaten da einige interessante Entdeckungen machen können. Was wird das Heldenwerk? Das Heldenwerk für den nächsten Boten? Das ist ja latent schon. Ja, sag trotzdem, was das Heldenwerk wird. Das Heldenwerk spielt im Almada. Genauer gesagt im südlichen Almada und setzt sich ein bisschen mit Boron und einigen anderen Totenkulten auseinander. So viel kann ich verraten. Sehr, sehr gut. Denn Tina Haken und Jens Marx sind die Autoren, wenn ich mich nicht irre. Bitte nochmal? Tina Haken und Jens Marx sind die Autoren. Ganz genau, richtig, ja. Das stimmt. Habe ich auch mal dran gearbeitet. Puff. Zum Bild. Ja.
Ihr könnt loslegen. Sehr cool. Willkommen, Bernhard. Hallo, Jasmin. Grüß dich. Hallo, Johannes. Hi, Bernhard. Ich bin gespannt. Plaudern wir los. Ja, genau. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen oder das Gesicht nicht zuordnen können. Wir haben hier Bernhard Hennen am Tisch sitzen. Ein wahres DSA-Urgestein in vielfacher Hinsicht. Ich hatte befürchtet, dass das Wort Urgestein jetzt fallen wird. Ja. Gleich reden wir über graue Haare und er hat das sich vor 30 Jahren schon für DSA. Ich habe mehr graue Haare als du, wenn wir ganz ehrlich sind. Nee, nein. Charmanter Versuch, fehlgeschlagen. Ja, gut. Aber du bist lange bei DSA, du hast die Filiasson-Saga in vielerlei Hinsicht als Autor verfasst. Du war das Jahr des Greifen, ein weiterer ewiger Klassiker. Und ja, cool. Wie steht's denn mit der Filiasson-Saga gerade zusammen mit Robert Corvus? Ja, es gibt einen Kollegen, der gerade arbeiten muss im Gegensatz zu mir und sich nicht charmant unterhalten darf, sondern schwitzend am Büchertisch steht und den nicht mehr ganz brandneuen, aber letzten 7. Band Rosentempel der Filiasson-Saga dort zum Kauffeil bietet. Sollte jemand auf die CCXP kommen noch in den nächsten 2 Tagen, der das gesehen hat, nähern Sie sich dem Stand mal. Also Robert Corvus zuzusehen beim Bücherverkaufen, das haben Sie noch nicht erlebt. Also und ich muss Sie warnen, sollten Sie glauben, dass Sie über Buchhandel schon alles wissen, nein, Sie sind im Irrtum, er wird Sie dazu überreden, das Buch in die Hand zu nehmen. Das hat nur einen einzigen Grund, was die meisten Leute nicht wissen, in manche Bücher, und das ist das teuerste beim Druck, sind Hormone in die Buchdeckel eingearbeitet. Wenn Sie das mehr als 2 Minuten in einer normal warmen Hand halten, dann wächst der Widerstand zum Kauf. Nein, der wächst nicht, der schmilzt dahin bis zum Nichts. Bei 3 Minuten zücken Sie Ihr Portemonnaie und besitzen das Buch. Und hinterher werden Sie sich fragen, wieso habe ich jetzt Teil 7 der Filiasson-Saga gekauft? Also, wenn Sie das mal live erleben wollen, Sie glauben jetzt vielleicht, ja, der Hennen ist ein Fantasy-Autor und erzählt Geschichten. Nein, nein. Die Wirklichkeit im Leben ist manchmal viel fantastischer als alles, was ich schreibe. Schauen Sie vorbei, erleben Sie Herrn Corvus im Bücherverkauf und haben Sie Platz im Bücherregal, wenn Sie sich ihm nähern. Ja genau, weil wenn man den einen Band gekauft hat, den 7., dann muss man den Rest auch noch holen. Dann muss man, ne? Also das bringt ja nichts. So, seine Eröffnung ist gerne, schauen Sie mal, alle 7 da. Wenn Sie jetzt kaufen, kriegen Sie gleich mit 14 Unterschriften, weil wir sind auch beide da. Und schauen Sie mal, das sind jetzt über 3000 Seiten Papier und Sie trennen sich nur von so einem grünen Scheinchen und so einem blauen und alles ist Paletti. Das ist doch das Geschäft Ihres Lebens. Ja. Und Sie kriegen noch 2 Euro zurück. Wäre es denn überhaupt sinnvollerweise möglich, mit dem 7. Band einzusteigen, ohne die ersten 6 gelesen zu haben? Das ist schon eine Herausforderung. Also sollte man es gespielt haben, die Filiasson-Saga, dann mag das funktionieren. Weil dann ist man eben leicht über der Mitte und landet im Rosentempel und je nachdem, für welche Seite man so ist, ist man dann auf den Inseln im Nebel oder marschiert weiter durch die Wüste. Aber hat man das nicht mal gelebt, an der Seite Filiassons als Rollenspieler, dann hat man es schwer mit diesem Einstieg, das gestehe ich, ja. Ja, dann müsste es halt für die meisten doch alle 7 Bände auf einmal sein. Ja, genau. Ne? Und da ist er wieder mit dem charmanten Angebot, trennen sich von 2 so abgegriffenen Papierfetzen und haben sie dafür. Über 3000 Seiten hier. Überlegen Sie mal, ne? Wie viele Lesestunden, selbst wenn Sie ein schneller Leser sind, ne? Rechnen Sie das gegen Kinokarten oder andere Entertainment-Angebote. Sie machen einen super Schnitt. So ein Geldschein liest sich auch schnell zu Ende, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, ne? Und wer es luxuriös will, der holt sich halt Prachtausgaben. Oder zusätzlich. Ja, also, wem das nicht genügt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr sie am Stand habt. Kann man nicht mal eine in die Kamera halten? Habt ihr eine hier? Da müssten wir rumlaufen. Ich weiß, dass zumindest der B-Ware noch eine kriegt. Wir schicken jetzt mal jemanden suchen. Mal gucken. Weil so Fantasy-Autoren wie ich, die schreiben ja schon mal gerne in ihren Romanen über Folianten. Magst du eine Prachtausgabe holen? Und so ein Foliant ist so ein Buch in diesem Format, ledergebunden, dick, Seiden, Lesebändchen. Und wenn Sie immer mal so ein Ding in Händen halten wollten, statt nur einen Spielleiter davon erzählen hören wollen, dann brauchen Sie die Filiasson-Saga mindestens in der Leinenausgabe, wenn Sie so richtig auf die Kacke hauen wollen. Es gibt die in Echtleder eingebunden. Okay, ich gestehe, das ist dann nicht mehr vegan, aber wir haben ja auch die Leinenausgabe und die Bücher sind einfach cool.
Also wenn sie auf schöne Bücher stehen, dann führt da kein Weg dran vorbei. Ja. Wer tut das nicht? Und du wärst auch Game für eine dritte. Der dritte kommt dieses Jahr Weihnachten, unterstelle ich mal. Und wir sind noch gut im Vorlauf. Da kommen sie, da kommen sie. Großartig. Ja, herrlich. Danke sehr. Also Sie sehen, der Autor verschwindet hinter dem Buch. Einfach großartig, hochwertig gemacht. Lesebändchen drin. Zusätzliche Illustrationen, wunderbarer Schmuckrahmen, einfach Bücher, wie sie in Büchern stehen. Oh ja, allerdings. Sehr sehenswert. Und man hat ordentlich was in der Hand. Ja, limitierte Ausgabe. Sollten Sie Feinde haben, das ist ein Buch, mit dem man jemanden erschlagen kann. Also auch durchaus als Waffe einsetzbar, vielseitig verwendbar, als Unterlage bei Teigarbeiten, sehr, sehr widerstandsfähig. Aber eigentlich gehört es in den Bücherschrank mit einer Glasscheibe davor, damit nicht Eingeweihte in das Mysterium schöne Bücher, die nicht mal berühren können. So ist es, so ist es. So muss das. Auch eine große Freundin der Illustrationen von Tokala, die da drin sind, das auch jedes Mal eine Freude durchzublättern. Ich habe sie mir eigentlich der Illustrationen wegen aufgestellt, weil die anderen Ausgaben hatte. Ich meine, ohne euch jetzt schönreden zu wollen, dass das Tolle, wenn es im Haus Ulysses gemacht und illustriert wird, ist, ich kann mich darauf verlassen, dass sie Illustratoren haben, die die Materie kennen, die sie illustrieren sollen. Wer glaubt, dass das selbstverständlich ist? Nein, das ist es nicht. Hast du schreckliche Anekdoten von den Covern? Ja, Cover ist immer so ein Autorendrama. Cover und Klappentexte. Also gerade eben vor einer Stunde war nochmal das Thema des Jahres Greifen. Und wer schon mal ein bisschen in Aventurien gelebt hat als Rollenspieler und den Klappentext dieses Romans liest, Greifenburg, nicht Greifenfurt, die größte Stadt Aventuriens, bla bla bla, irgendwas mit belagert. Der kann nur denken, der Typ hat keine Ahnung. Ja, andererseits war so ein DSA-Roman will ich gar nicht lesen. Chong steht da wieder im Bücherregal in der Buchhandlung. Seit 25 Jahren kämpfe ich darum, dass dieser Klappentext verändert wird. Und mit eingeschränktem Erfolg. Lübbe war immer so nett und meinte, wo in der nächsten Neuausgabe ändern wir das, schicken Sie den schon mal jetzt. Bis dann die nächste Neuausgabe kam, haben die vergessen, dass ich den vor 3 Jahren geänderten Klappentext geschickt habe. Und schwupps war er wieder drauf, der alte Klappentext, seit 25 Jahren. Also mittlerweile Tradition. Mhm. Ja, aber ich glaube, trotz dieser Erfahrung an das Gute im Buchmarkt, also eines Tages, kurz vor meiner Rente, wird da Greifenfurt draufstehen. Und wenn ich sehr viel Glück habe, wird nicht die Behauptung draufstehen, dass es die größte Stadt Aventuriens ist. Ja, andersrum war natürlich in der ersten Auflage des DSA-Abenteuers die Greifenfurt-Karte als Gareth bezeichnet. Insofern, der Kreis schließt sich. Aber es gibt ein nettes Schmankerl. Und zwar habe ich damals die Cover aussuchen dürfen über einen Illustratorenpool von einem Illustrator, den ich sehr mochte. Und danach hatte ich unglaublich viele Anfragen, wie ich es denn geschafft habe, dass dieser amerikanische Illustrator, der gerade sehr angesagt ist, die Romane auf Deutsch gelesen hat, um dann perfekt Szenen umzusetzen in die Cover. War die das genaue Gegenteil? Also die Cover waren eingekauft, bevor ich die Szenen geschrieben habe und ich habe die passend zu den Covern geschrieben. Aber das unterstellt man Autoren irgendwie nicht, dass sie sowas tun. Nee, aber jetzt hast du es entzaubert. Ja. Es ist eine andere Art Magie im Buchmarkt. Düster, geheimnisvoll. Die schwarze Kunst. Die Druckerei. Ja, cool. Aber die Fliasson-Bände haben ja auch eine, sagen wir, gewisse neue Handlungsrelevanz erhalten durch die Ankündigung der Sternenträgerkampagne. Eine Neuheit, über die wir noch gar nicht gesprochen haben heute. Das ist richtig, ja. Genau, eine Kampagne, die sich um die Hochelfen, Elfen sind ja allgemein dein Thema. Das kann man so sagen, ja. Genau, die wird die Hochelfen aufgreifen. Viele Sachen, die der Fliasson-Saga damals gesetzt wurden, elementare Städte und ähnliches, werden in der Sternenträger dann besucht werden können. Und die Reise führt durch ganz Aventurien auf einem Elfenschiff. Wie ist es noch einmal?
Die Balayan ist das. Ja. Bahalir, Entschuldigung. Mhm. Ja, sorry, dass ich dich jetzt besser hab laufen lassen. Ja. Ich spreche kein Elfisch. Balayan ist ein Schwertgeselle in den Tolaminladen. Ja. Ja. Die Bahalir. Also eigentlich muss man so Elfennamen ja zweistimmig aussprechen, ne? Also ja. Kriegst du jetzt noch eine Chance. Ich habe mein zweites Paar Stimmbänder leider nicht dabei. Verdammt, heute. Also. Der Opfer der Convention, ja. Genau, also bisschen, der Ruf ja. Der Bahalir wird der erste Teil der Sternträgerkampagne sein. Und diese ist ja auch mit den Fliassan-Romanen bis auf einen gewissen Grade verknüpft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Absolut. Also in einem der Vorworte der Fliassan-Romane wird man zum Beispiel ein Wipfelschiff finden. Und wir haben Verschränkungen, die, glaube ich, noch heftiger werden, wenn die Inseln im Nebel beschrieben werden. Weil auf den Inseln im Nebel manifestiert sich die elfische Vergangenheit nochmal. Und damit sind natürlich hervorragende Möglichkeiten gegeben, Erzählstränge aus der Sternträgerkampagne nochmal anzuteasern oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und das Ganze miteinander zu verschränken, wobei die Sternträger führen uns dann doch in die aventurische Gegenheit. Filiasson ist ja doch eher schon beinahe mittlere, nicht ferne, aber doch mittlere Vergangenheit. Die Recken von damals haben alle ähnlich viele graue Haare wie ich. aber Taubralier ist voll im Hier und Jetzt. Die Sternträgerkampagne. Taubralier ist eines dieser magischen Elfenschiffe. Vergessen Sie das wieder, dass ich darüber gesprochen habe. Die Sternträger sind eben ins aktuelle Aventurien eingebunden. Und wie viel darf ich spoilern? Ein bisschen kannst du dir schon gönnen. Dann formuliere ich mal ganz vorsichtig, aber nicht nur. Das ist eine gute Formulierung. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit bei sowas, dass in euren Büchern das auftaucht und gleichzeitig ab wann ihr es aufgreift? Habt ihr da gemeinsam in die Outline gelesen oder wie hat das funktioniert? Ja. Also es fängt schon damit an, dass man in dem Kontext auch den Namen Christian Diana mal fallen lassen sollte. Auf jeden Fall. Der seit ewigen Zeiten ein großer Fan der Filiasson-Kampagne ist. Der begeisterter Hochelfen-Fan ist, also jener Elfen, die auf den Inseln im Nebel dann leben, und anderer gibt es da ja auch noch, aber die sind schon sehr prägend, der immer den Wunsch hatte, dass es mehr Stoff dazu gibt, und dann hat er irgendwann auch Abenteuerautoren einen getroffen, einen ganz spezifischen, also der den Dominik da ähnliche Absichten hatte, und ich glaube, dann hat er noch lange die DSA-Redaktion beknetet. Also der Gesamtprozess lief über mehrere Jahre. Aber Christian ist vor allen Dingen charmant. Man kann ihm schwer widerstehen. Und an diesem Spruch, steter Tropfen hüllt den Stein, ist einfach was dran. Und jetzt gibt es sie und es werden ja richtig viele Bände werden. Also ist nicht so ein oder zwei Geschichten. Ja. Und wer epische Geschichten mag nach Filiasson, also ich glaube, die Sternträger werden sogar noch an ordentlich dicken epischer. Auch wenn man das nach dem ersten Band vielleicht nicht vermutet. Aber da ist eine stetige Steigerung zu echt groß am Ende drin. Das kann ich absolut bestätigen. Ich muss leider zugeben, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund des aventurischen Elfentums. Das ist. Das machst du hier am Tisch. Wer hat dir erlaubt, ein grünes Hemd zu tragen? Ich bin vielleicht eher so ein Freund des bodenständigeren Aventuriens. Okay. Es fällt mir ein bisschen schwer, mich in die Lichtwelt und in Madayas Träume hineinzudenken. Hab aber auch schon Gelegenheit gehabt, den ersten Teil der Sternträgerkampagne mir anzuschauen und. Ich muss sagen, ich habe Bock auf dieses Abenteuer. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ne? Es ist. Also Dominik Ladek hat da auf jeden Fall hervorragende Arbeit geleistet. Ja, aber ich meine, mal ehrlich gesagt, das war keine Überraschung. Wer seine früheren Abenteuer kennt, weiß zum einen um eine Affinität zu besonders seltsamen Elfen. Und klingt der Nacht, dass er tolle Geschichten schreiben und erzählen und entwickeln kann, ist auch keine Überraschung. Er hat das einfach drauf. Trotzdem hatte ich eben diesen inneren Redakteur in mir, der mit verschränkten Armen da saß und dann, pah, Baumkuschler. Ja, dir wird auch hier gerade alles schon over the top, Mist. Dir wird ja von Alex Spohr gerade schon unterstellt, Zwergenfreund zu sein. Das würde ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen wollen. Ich spiele sehr gerne Zwergkarten. Ja, aber Spieler lieben es ja zu entdecken und das Geheimnis hinter dem Geheimnis zu finden und die Zwiebel bis ganz zur innersten Schale zu häuten und überrascht zu sein. Und ich denke mal, dass
diese Kampagne, wenn man sie durchspielt, ist ähnlich wie die Kampagne um Filiassan. Das bleibt im Kopf. Ja. Also es wird länger dauern. Meine Testspielphase an der Filiassan-Kampagne war 2 Jahre. Wir haben uns wöchentlich getroffen und auch die Dinge gespielt, die später dann fehlten, weil sich herausgestellt hat, das war dann doch nicht so klasse. aber mit Leuten, mit denen ich es gespielt habe, rede ich jetzt nach beinahe 30 Jahren ab und zu noch drüber und das sind so die Partys, wo dann auf einmal 3 in der Ecke stehen und alle anderen sich wundern, worüber die reden, weil wenn man ein bisschen lauscht, kann man sie freundlich formuliert nur für seltsam halten. Und aber man wird auch ein kleines bisschen beneidet, weil man da mit großer Begeisterung über Dinge erzählt, die man ja vor einer halben Ewigkeit als Student mal im Geiste in der winzigen Studentenbude erlebt hat und die über 30 Jahre immer noch lebendig sind, weil diese Abende so toll waren, dass man sie ein Leben lang mit sich trägt. Und das ist der Zauber von Rollenspiel. Also ich habe auch eine Menge Computer gespielt. Ich muss aber sagen, über Computerspiele rede ich deutlich seltener auf Partys als über Rollenspiele mit Leuten, mit denen ich es mal gespielt habe. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich von meiner alten Jahresgreifenrunde rede, wenn wir zusammentreffen, sind das halt unsere Kriegsgeschichten, die wir da austeilen. Tja, was, sobald der Name fällt, ne? Ja, genau. Eisiges Schweigen im Raum. Richtig. Also man auf jeden Fall das verbindet. Und hier wird gerade gefragt, wo wir jetzt bei dem Thema sind, ob wir als Redakteure denn ein Abenteuer, das wir bearbeitet haben, noch in aller Ruhe spielen können oder ob das nicht möglich ist. Also könntest du jetzt dich an die Sternträger setzen? Also als Spielleiter auf jeden Fall. Eben. Ne? Also das habe ich auch vor tatsächlich mit Sternträger. Als Spieler finde ich es eher schwierig, wirklich unvoreingenommen an so ein Abenteuer ranzugehen, das man schon kennt. Es sei denn, man nimmt so eine bisschen eine NSC-Rolle ein, dann funktioniert das auch, dass man halt irgendwie mit der Gruppe mitläuft, aber... Ja, aber das ist ja dann nur B-Spaß. Also man will ja verzaubert und überrascht werden und wenn du die Geschichte kennst, ja, das ist dann ist es ungefähr so spannend wie ein zweites Mal einen Kinofilm gucken. Der kann einen noch mitnehmen, aber... Wobei ich muss sagen, dass ich habe Romane zu Hause, die habe ich 20 Mal gelesen, einfach weil ich sie so gut fand und dann eigentlich wieder vergessen habe, was drin vorkommt, dann kann man sie nochmal lesen und das dann immer und immer wieder. Ja, es gibt einen Autor, der schafft das bei mir auch, dass ich das tue, David Gemmel. Also ich liebe die Art, wie er schreibt, großartig. Das sind die Bücher, die ich immer wieder lesen kann. Dann Platz 2 ist irgendwann Bernard Cornwell, aber David Gemmel ist sehr klar vorne. Bei eingeschränkter Lesezeit ein Buch schon 5. Mal gelesen zu haben, ist einzig in meinem Leben. Das hat nur er geschafft. Ja, ich habe ich Abenteuer 2-mal gespielt? Ja, es gibt... Ich hab ja, das Greifen der Streuner soll sterben 2-mal geleitet. Gespielt ist natürlich nochmal was anderes. Aber ja, für mich ist es auch eher, also ein Abenteuer, das ich selber geschrieben habe oder redaktionell betreut habe, nochmal mitzuspielen, ist für mich eher ein... sagen wir, ein redaktionelles Werkzeug, wo es darum geht, das aus einer anderen Perspektive mitzukriegen, wie jemand damit umgeht, ob der Text gut war. Aber das ist richtig, ja. Das ist denn ja eher eine Fortsetzung der Redaktionsarbeit, wenn auch eine sehr spaßige. Aber ja. Es wird gefragt, ob Niam Goldhaar in der Sternenträgerkampagne nochmal auftaucht. Ja, es ist ja noch nicht die ganze Kampagne geschrieben. Also von der Prominenz sollte sie vorkommen, formulieren wir mal vorsichtig. Ja. Ich weiß jetzt auch gerade nicht auswendig, ob sie im ersten Abenteuer schon eine Rolle spielt. Man wird es im August erfahren können, wenn das Abenteuer erscheint. Das definitiv. Und vielleicht kann Alex das auch beantworten, der ist ja... Ist ja noch Alex, im Chat? Alex oder Zoe, beide sind gerade da. Glaub, Alex hat den ersten Band auf jeden Fall sehr sorgfältig gelesen, immerhin ist er ja der Mensch, der alle Regeln checken muss, der kann da mit Sicherheit was zu sagen. Aber da kommen wir wieder zurück zu den Synergien zwischen dem Buch und, zwischen Abenteuer und dem Roman. Wie war dein Ablauf? Du hast ja beschrieben, wie Christian Diana hat euch zusammengebracht, aber wie ist es denn in der Praxis vor sich gegangen? Also in der Praxis ist dann so vor sich gegangen, dass wir irgendwann das Abenteuer-Exposé bekommen haben und wir dann auch Ideen hatten zu einem Wippelschiff und angefangen haben, dann Dinge zu verknüpfen.
Und dadurch, dass wir wissen, welchen Weg es gehen soll, dann gerade auf den Inseln im Nebel auch nochmal Möglichkeiten haben, das anzuteasern. Wobei man da schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen muss. Wir wollen ja Leuten, die Filiasson-Romane gelesen haben, dann kein Material in die Hände geben, das sich spoilert für etwaige Abenteuer. Ja. Also da muss man schon sehr aufpassen. Und wann immer wir was in diese Richtung schreiben, schicken wir es auch an Christian und Dominik, damit die nochmal reinschauen und grünes Licht geben, dass es für sie okay ist. Ne? Also vor allen Dingen für Dominik als den Autor, dass er nicht das Gefühl hat, da überrollt ihn jetzt was oder da kommt was rein, was ihm so ganz und gar nicht in den Kram passt. Ja, und so macht man so ein Gemeinschaftsprojekt. Sehr gut. Ja, was machst du sonst so aktuell in Sachen DSA? Also da gibt es zwei Schienen. Zum einen gibt es ja die wunderbare neue Box, mit der ich einen wunderbaren Neustart in DSA machen wollte mit meinen Kindern, die da bisher nur teileingeweiht sind. Also ich glaube, mein Sohn kennt es nur als Gerücht, wohingegen meine 15-jährige Tochter sich schon ganz klar entschieden hat, welchen der vier vorgefertigten Charaktere sie nehmen wird. Und irgendwie ist sie vollkommen im Rollenklischee verfangen. Rat mal. Die Elfe. Wie kommst du nur darauf? Ja, sie wird die Elfe. Das hat irgendwie unter 30 Sekunden gedauert, die Entscheidungsfindung. Genauso lange, wie ich brauchte, um die vier Möglichkeiten auszubreiten. Bom, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm anscheinend. Als ich vor mehreren Jahren das erste Rollenspielexperiment mit meinen Kindern unternommen habe, ist es schon genau so gelaufen. meine damals, ich glaube, 11-jährige Tochter war natürlich eine Elfe, wohingegen mein 9-jähriger Sohn war was? Der Zwerg? Wenn sie eine Elfe ist, natürlich ein Zwerg, ja, ne? Der gefällt mir. Und was macht er mit 9 Jahren? Natürlich sofort keine Schlägerei auslassen, immer wo Ärger ist, als Zwerg vorne rein, ne? Wohingegen die Elfe sieht man im Hintergrund, wir könnten noch reden und ich könnte jetzt einen Pfeil schießen. Schieß mir nicht in den Rücken! Ja, also, macht großen Spaß, aber irgendwie auch beunruhigend, wie alle Klischees immer weitergetragen werden. schrecklich. Ja, so ist es halt, aber davon lebt das Rollenspiel ja auch. Das ist ja wie viele Leute dieselben Erfahrungen doch durch ihre eigene Linse machen. Und es macht Spaß und irgendwann rutschen sie dann doch in individuellere Abschnitte ihrer Rollen und formen dann mit der Zeit einen richtigen Charakter draus. Aber naja, der Anfang war, fürchte ich, bei uns allen ein bisschen so. Ähnlich, aber je früher die Klischees aufrufen. Was hast du früher gespielt? Also ich war mal ein Krieger. Und du? Also ganz, 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 ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Hui. Ich glaube, mein erster ernsthafter Charakter, den ich auch eine ganze Weile gespielt habe, war ein halbelfischer Barde. Den habe ich mir allerdings hauptsächlich aus gemistischen Motiven so zusammengebaut. Okay. Weil er halt einfach die Boni bekommen, dass das für mich gut gepasst hat. Also ich sehe schon, du hast einfach schon immer den Drang zum Individuelleren gehabt. Als ich mit 16 eingestiegen bin, Krieger. Und dann bin ich irgendwie in die Falle getappt und war einmal Spielleiter und danach war ich in 90% aller Fälle Spielleiter. Also ich habe es auch oft gerne gemacht, aber wenn man da mal gelandet ist und es dummerweise nicht ganz verbockt hat, dann bleibt das an einem kleben wie so ein Kaugummi unter der Schuhsohle. Man wird das nicht mehr los. Ja, ich habe als Spielleiterin angefangen an meinem 10. Geburtstag und war es dann auch einfach erst mal 3 Jahre lang, bevor ich das erste Mal in die Rolle einer Streunerin geschlüpft bin. Kommt mir ganz vertraut vor, ja. Hm. Ich habe mit meiner Hauptrunde da eine ganz nette Regelung getroffen. Das ist, also ich habe halt irgendwie meine Kampagne, die ich spielleite, aber wir wechseln es immer mal wieder ab. Immer mal wieder ist ein One-Shot oder so ein Heldenwerk zwischendurch oder auch mal eine andere kleine Kampagne. Und da bekomme ich auch die Gelegenheit, ab und zu mal wieder einen neuen Charakter auszuprobieren. Und ich bin jetzt gerade bei den ganzen 12 Göttergeweihten. Ich bin noch nicht durch. Zar sollte mal kommen. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf. Ich spiele eine Streunerin. Das Konzept ist nicht so einfach, aber ähnlicher Charaktertyp. Also wir haben uns schon überlegt, wir setzen einfach einen Ritter in voller Platte, ohne Waffe, auf ein Pferd und malen die dann regenbogenfarbig an. Oh, ja, das ist zargefällig, weil man was Neues. Ach ja. Ja. Genau, also du planst das Geheimnis des Drachenritters mit deinen Kindern zu lüften.
Ja, also das ist die Absicht für die Sommerferien. Wir fahren nach Irland, ein Cottage ans Meer. Gerüchteweise habe ich aber schon gehört, auch wenn es August ist und irgendwo anders in Europa 40 Grad ist, kann es da durchaus 20 Grad und den ganzen Tag neblig sein. Malerisch. Klingt gut, wie kommt man da hin? Aber für Rollenspiele eigentlich perfekt. Nachdem die sich dann irgendwie einen Morgen im Nebel am Strand verlaufen haben, sammle ich die wieder ein und dann führe ich die dann in den Nebel des Rollenspiel-Universums Aventurien und hoffe, dass wir da länger verweilen. Also, wie gesagt, vor 4 Jahren habe ich so ein Experiment schon mal gemacht mit denen. Damals aus taktischen Gründen mit DSA 1, weil ich halt wollte, dass ich denen die Spielregeln so ganz grob in einer halben Stunde erklärt habe und wir dann einfach losspielen. Das war selbst denen dann erstaunlicherweise am zweiten, dritten Spielabend zu simpel. Und ich glaube, mit der neuen Box habt ihr da genau den Spagat geschafft. Also absolut über DSA 1 hinaus. Ja. Aber nicht so, dass man das Gefühl hat, man sollte enzyklopädisches Wissen über Aventurien besitzen, wenn man beginnen möchte. Also der Spielleiter hat wie immer etwas Arbeit, kann aber auf dieser Regelbasis, glaube ich, relativ schnell unverkrampft auch Neulinge ins Spiel einführen. Das ist genau mein Plan. Ja. Und ich bin gespannt. Ja, im September werde ich berichten können, wie es gelaufen ist. Oh ja, da freuen wir uns also schon drauf. Selbst wenn du kompletter Anfänger im Spiel leiten wärst, würde dir die Box auch durchaus das in die Hand geben. Das ist ja auch. Ja, die führt einen ja in alles ein. Genau. Also es ist ja alles mundgerecht zubereitet und wie immer im Rollenspiel liegt es dann am Spielleiter, dass der entscheidet, wie viel gebe ich noch dazu. Selbstverständlich. Wie baue ich es aus oder bleibe ich einfach dabei, weil ich ganz neu und noch unsicher bin. In dem Fall ist einfach alles da, was man braucht. Und eben wie immer im Rollenspiel, man kann es unendlich ausbauen, verkomplizieren, seine eigene Welt erschaffen und die individuell für sich und seine Spieler perfekt passgerecht machen, wenn man die halt eine Weile kennt und deren Bedürfnisse und die maßgeschneiderten Abenteuer aus den Vorgaben erschaffen. Ich glaube, bei den eigenen Kindern ist das durchaus dann doch gegeben. Ne? Doch, ja, also einige ihrer Vorlieben erkenne ich. Und das ganz Erschreckende ist, manchmal erkenne ich auch mich in ihnen wieder. Ja. Das sind nicht immer leichte Momente. Interessant. Aber es gibt da auch Licht. Ne? So, im Gegensatz zu mir schafft meine Tochter es, in Latein Einsen zu schreiben. Das sind eindeutig nicht meine Gene. Jetzt gerade, wo ich hier ja einen etablierten Fantasy-Autor sitzen habe, es gibt da eine Sache, die frage ich mich schon seit einer Weile. Hm? Wenn du was geschrieben hast, Bernhard, irgendein Buch oder auch die für die Asson-Kampagne, kannst du die dann nochmal selbst durchlesen? Ist schwierig. Ist schwierig. Also man ist halt schon verpflichtet, nochmal zu lesen und es ist, bevor das Buch endgültig in den Druck geht. Und es ist ratsam, das zu tun. Definitiv, ja. Weil es gibt immer so peinliche Momente, wo man sagt, das habe ich nicht geschrieben, das muss im Lektorat geändert worden sein. Dann schaue ich den ursprünglichen Text und denke, es muss sehr spät nachts gewesen sein. Und das Buch wird immer noch mal besser mit dem Nochmallesen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich nur ganz, ganz selten und in der Regel dann nur in Auszügen Büchern nochmal lese. Bei den Elfen haben mir freundliche Leute, die Elfenwikia geschrieben haben, irgendwann ein riesige Gebirge von meinen Schultern genommen. Denn so nach mehr als 10.000 Seiten Text, verteilt auf 14 Jahre, ich meine, als DSA-Redakteur muss ich dir das nicht näher auseinander, euch beide nicht. Ihr kennt das Grauen, das in so einem 10.000-Seiten-Paket wohnt, so diesen dummen Verdacht. Da vor 7 Jahren war da was geschrieben, mich. Erinnere mich vage. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber da war was. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber ich sollte das jetzt wissen, wenn ich nochmal drüber schreibe. Und dann fängt man an zu suchen. Und dann kann man lange suchen. Oh ja. Aber diese Elfenwikia, man muss nur das richtige Schlagwort finden. Perfekt. Mit enzyklopädischem Anspruch, mit Querverweisen auf die Textstellen, wo es herkommt. Und großartige Arbeit. Also, wer immer eine Frage zu den Elfen hat, wird mit 95%iger Wahrscheinlichkeit in der Elfenwikia eine Antwort finden. Und
denen können sie mehr trauen als mir auf Conventions, wenn sie mich zwischen Tür und Angel nach irgendwelchen kleinen Details aus Büchern vor 12 Jahren fragen. Also die Elfenwikia kann ich nicht genug loben. Ein großartiges Stück Arbeit. Ja. Wir haben ja ähnliche Wohltäter mit der Wiki Aventurica. Die ja, die kenne ich natürlich auch und wünsche mir immer, dass da noch mehr drin stehen würde. Ja, also solche Fanprojekte sind einfach eine unschätzbare Hilfe für alle Autoren. Sogar auch für uns in der Redaktion. Also ja, also einige bei euch wissen ja auch schon, dass ich dann in die Wiki Aventurica reingeschaut habe und mich dann melde, ich bräuchte noch mal PDF zu folgendem Quellenband oder einen kurzen Auszug darum, weil da steht was und das habe ich jetzt aber leider nicht greifbar. Ganz genau. Und ist eine Situation, die in jedem Buch irgendwann auftaucht in der Fliasson-Saga. Ja. Und zwar noch bevor dann das Fachlektorat von euch rangeht. Ja. Also wir bemühen uns da schon wirklich möglichst nah am tatsächlichen Stoff dran zu sein, sind dann aber doch immer wieder aufs Neue verblüfft, was es alles schon gibt und was gesetzt ist. Daten zur Einführung von bedrucktem Stoff. Ich hatte das einfach mal so als Nebensatz bei einem Markt reingebracht, dass es ein bedrucktes Tuch zu kaufen gab, ein Seidentuch. Und dann kam aus dem Lektorat der vollkommen richtige Einwand. Nee, das passt da nicht, weil das wird, du bist ja in der Zeitschiene jetzt nach vorne gerutscht in diesem Prolog. Eigentlich wird das erst 50 Jahre später erfunden. Schreib da an der Stelle doch etwas anderes. Also ich war überrascht. Aber da ich ab und zu, auch wenn das nicht der erste Eindruck von mir ist, ein Pedant sein kann, war ich froh, die Info zu haben. Und hinterher keinen Leserbrief zu kommen, hören Sie mal hin, da steht aber im Maraskan-Quellenband was ganz anderes zu bedruckten Stoff. Haben Sie den etwa nicht gelesen? Es ist wirklich gut, dass du das erwähnst. Also tatsächlich sind Pedanten einfach die besten Lektoren. Absolut. Das muss man einfach so sagen. Und die können einfach nicht akribisch genug sein und lieber noch mal mehr meckern, als das halt hinterher. Nein, ich kenne es ja als Leser und Serienfreak und ich hasse Weltenfehler. Ich hasse es. Also, absolut. Ja. Und als Autor habe ich eine Riesenangst deshalb davor und bin um jeden dankbar, der mich vor Weltenfehlern bewahrt. Wenn ihr schreckliche Pedanten seid und DSA-Bücher oder allgemein Produkte von uns lektorieren wollt, wendet euch an feedback@ulysses-spiele.de. Ja. Suchen wir genauso wie Übersetzer für die Welt der Dunkelheit. Musste auch mal gesagt werden. Aber falls ihr irgendwelche Logikfehler oder Unstimmigkeiten in Krallenspuren findet, die müssen unter den Teppich gekehrt werden. Die gibt's nicht. Psst. Ich muss dich da desillusionieren. Also nach wirklich langen Erfahrungen mit gedruckten Produkten kann ich nur sagen, das total Fehlerfreie gibt es nicht. Ja, ich weiß das. Gibt es nicht. Und sei es ein blöder Rechtschreibfehler oder ein fehlendes Komma. Jetzt sag nicht, dass du schon was gefunden hast. Das ganz Blöde ist, das ganz Blöde ist, du kriegst dein Belegexemplar geschickt, das erste gedruckte Buch, du schlägst es auf, blätterst 3 Minuten drin und dann hast du einen Rechtschreibfehler. Kennst du dieses Gefühl? Das ging mir bei meiner Masterarbeit so. Mhm. Das war nicht lustig. Mhm. Der Druck war für den Hintern. Mhm. Schrecklich, ne? Und es ist immer so. Man findet was. Absolut. Aber ich denke, dass wir da mit Hilfe guter Lektoren und Korrektoren auf jeden Fall den größten Teil ausmerzen können. In den meisten Fällen. Auf jeden Fall. Du hattest gesagt, dass es zwei Schienen deiner Beschäftigung mit DSA gäbe. Gerade du, die eine sei die Einsteigerbox. Was ist die andere? Die andere ist das Miniaturenspiel, das gerade entsteht. Ah. Wer tiefer in meine Biografie eingedrungen sein sollte, kann Gerüchte gehört haben, dass ich gelegentlich, wenn mal ein kleines bisschen Freizeit überbleibt, Tabletops spiele. Und das schon seit langem. Hast du ein Spiel deiner Wahl, dein Hauptspiel? Also sehr viel spiele ich Black Powder. Das ist ein englisches Regelwerk. In letzter Zeit habe ich die Tendenz, ein wenig zu Star Wars Legion zu gehen. Das mit meinem Sohn zu spielen, weil er ist so ein wandelndes 13-jähriges Star Wars-Lexikon. ich mag die Filme und entwickle gerne Szenarien. Und man kann anhand der Regeln durchaus einige Dinge super nachspielen. Und das tun wir ab und zu. Ab und zu scheitere ich dann noch an Regelfinessen, dass ich Darth Vader irgendwie in den Tod führe. Aber naja. Tja, ist halt was wäre, wenn. Eben, ne? Zumindest glorreich.
oder so, nein, glorreich ist nicht das richtige Wort, so dass man noch lange drüber redet, von irgendwelchen 0815-Rebellen mit Blastern erschossen worden. Scheiße. Denkwürdig. Ja, die Rebellen werden noch lange drüber reden. Ja, genau, das DSA-Miniaturenspiel. Ja, also da fange ich ab Juli an, mich einzumischen. Ich habe gerade schon gerüchteweise gehört, dass die Orks an mir vorbeigegangen sind, ich die aber auf der Seite von Westfalia sehen kann. Und tatsächlich war es auch der Plan, seit dem Frühjahr was mit Orks zu machen. Und der große Wunsch, da DSA-Orks ja doch anders aussehen als die klassischen Fantasy-Orks, dass es dazu auch Figuren geben würde, weil von der Optik wären mir da nur Zinnfiguren von vor etwa 20 Jahren von der Firma Grenadier eingefallen, Halb-Orks, die gingen ein ganz kleines bisschen in die DSA-Ork-Richtung. Jetzt gibt es eigene und es gibt auch mehr als zwei davon, sodass man die auch ganz toll bei Rollenspielabenden einsetzen kann. So bin ich nämlich in dieses Verhängnis des Tabletops hineingeschlittert, dass ich mir bei Rollenspielabenden mal gedacht habe, es ist doch viel praktischer als dauernd diese Erklärerei, stellst ein paar Figuren auf den Tisch und sofort ist sogar der engstirnigen Elfe klar, dass sie nicht schießen kann, weil sie dem Zwerg in den Rücken schießen würde. Auch wenn er ein bisschen kürzer ist als sie, sie würde ihm in den Rücken schießen oder mindestens den Helm von der Rübe. So wie Figuren dann eben bestimmte Diskussionen dem Spielleiter ersparen, so wird das dann irgendwann faszinierend, wenn es mehr werden und die ihr Eigenleben entwickeln. Und dann ist man plötzlich beim Tabletop, also bei dem Spiel, bei einem Skirmish-Spiel mit 20, 30 Figuren, bis dann irgendwann große Schlachten mit hunderten Figuren. Und ihr seid ja auf dem Skirmish-Weg mit dem Spiel. Das ist etwas, was ich aus Zeitgründen in den letzten Jahren bevorzuge. Denn man muss eben nicht 200 Figuren anmalen, um Tabletop dann eine richtig große Feldschlacht zu spielen. Man ist mit 20, 30 Figuren eigentlich super aufgestellt. Kann, so wie das angelegt ist, tatsächlich sogar Rollenspielgruppen abbilden auf dem Tabletop-Tisch, die dann in so ein Skirmish-Gefecht mit einer Anzahl X Gegner ziehen. Und also aus meiner Biografie wäre ich als Rollenspielleiter dann sofort wieder versucht, am Rollenspielabend bei etwas größeren, komplexeren Situationen rüber zu switchen ins Tabletop vorübergehend. Ja, so eine gewisse, ne? Einstiegsdroge haben wir ja in der DSA 5 Einsteigerbox mit den Blips eingeführt. Also da gibt es Spielpläne und kleine Plastikchips, mit denen man eben auch Situationen darstellen kann. Ja. Natürlich sind 3D-Figuren da deutlich eindrucksvoller. Ja, und die sind ja auch noch nah an euren Illustrationen dran. Also ja. Wer den Torwaler mal gesehen hat, ne, merken Sie jetzt, Sie müssen auf die Westfalia-Seite gehen und den coolsten aller Torwaler dort sehen. Sie werden den sofort wiedererkennen. Wenn Sie ein paar DSA-Publikationen mal gesehen haben, vollkommen unmöglich, dass er Ihnen noch nie begegnet ist. Und er ist super als Figur umgesetzt, also toll. Und Sie werden auch andere Bekannte aus Illustrationen wieder treffen. Was ich mag, also ich habe das gesehen, ich kannte die Illustrationen und ich fand es sofort großartig. Und das macht den Charme von Aventurien aus, dass diese Dinge so verschränkt sind, ineinander übergehen und man eben vom Rollenspiel ins Tabletop auf Skirmish-Niveau übergehen kann und dann wieder zurückswitcht ins Rollenspiel. Ja. Und ich hoffe sehr darauf, dass das Jahr mir einige Spielstunden in diese Richtung schenken wird. Ja. Auf jeden Fall weiß ich schon jetzt, es wird mir einen Haufen Tüftelstunden am Spiel schenken. Und also mit KW ist abgesprochen, dass ich an einer Mini-Kampagne auch zum Spiel arbeite. Und halt in der Endphase des Regelfeinschliffs auch nochmal ein bisschen an den Regeln. Aufgrund vieler Erfahrungen mit Regelfüchsen unter Spielern einfließen lasse, weil ich seit 30 Jahren wirklich viele Erfahrungen damit gemacht habe, wie man in meinen Augen klar formulierte Regeln wieder uminterpretieren kann. Ja. Ich sehe, ihr leidet an diesem Phänomen auch bei manchen Spielern. Ich weiß nicht, was du da meinst. Da hoffe ich einfach, größtmögliche Klarheit mit in dieses Regelwerk aufgrund der Kenntnis von Regelfuchsern einfließen zu lassen. Hier läuft gerade Steff am Stand längs, der macht bei den Westfalia den, glaube ich, auch mit, oder? Steff? Der hat das gerade ignoriert und läuft weiter. Steff war sehr zielstrebig. Ich glaube, er hatte irgendwas. Du bist bei diesen Westfalia. Hast du gerade die Gurke? Was wurde ich gefragt? Du bist doch bei diesen Westfalia-Miniaturen-Sachen auch dabei, oder? Ja.
Du musst jetzt ein paar großartige Dinge über Orks sagen. Ich muss jetzt ein paar großartige Dinge über Orks sagen. Ich weiß, dass bald der Ork-Kickstarter für die DSA-Minis von Westfalia startet und sie sehen schon ziemlich schick aus. Und sie kriegen natürlich auch quasi eine eigene Bande, sodass man seine Helden gegen sie in die Schlacht führen kann. Beziehungsweise man kann sie selbst spielen und dann den Helden das Leben schwer machen. Und ich weiß, dass du da genau, dass ich sie auch bald in die Finger bekommen werde. Eine schöne Kampagne am Basteln bist, yep, wo sie auch zum Einsatz kommen werden. Ganz also, genau. Da ist gut was geplant. Wo noch drüber diskutiert ist, ob es eine Anbindung eher an das Jahr des Greifen gibt, weil da ist ja eine Affinität zu Orks da, oder ob es doch eher ein Einstieg ganz im aventurischen Jetzt ist, weil es einfach mehr Spieler trifft. Beides sind natürlich sehr, sehr coole Varianten, auf jeden Fall. Klar, ja, das Greifen war ja wirklich eine starke, eine coole Kampagne und auch eine coole Story. Aber jetzt, was sich da im Orkland tut, ist natürlich auch ein Hingucker. Mal schauen, was kommt. Ja, ein Sturm, der die Sphären durchstößt. Ah ja, es wird gefragt, ob du weißt, wann die Dinger ausgeliefert werden aus dem ersten Kickstarter. Da gibt es ein Handsignal. Da, Michael. Wir haben Mikrofonprobleme. Komm ganz nah zu mir. Karp ist gerade dabei, die Sachen zu verschicken. Er hat mir gestern diese Nacht noch eine Nachricht geschickt für ein anderes DSA-Projekt, was wir zusammen realisieren. Und er meinte dann, so, ja toll, wenn du den Typ nicht kennst, um den das hier geht, dann packe ich jetzt einfach weiter Miniaturen. Man sieht auf deren Facebook-Seite auch schon, dass sie gerade dabei sind, die Miniaturen zusammenzuwerfen. Und die Kickstarter-Auslieferung sollte also noch diesen Monat beginnen, wenn da nichts mehr dazu kommt. Ich freue mich sehr auf die Miniaturen. Wir haben ja beide schon vorab so eine ganze Liste davon gesehen. Und das sind wirklich schicke Miniaturen. Das muss ich ja sagen, obwohl es DSA ist. Aber ich finde das sehr stimmungsvolle Miniaturen. Ja, du kennst Michael wahrscheinlich noch nicht, aber das ist unser Hater hier. Das sind tatsächlich für realistische Fantasy-Miniaturen, erfüllt das tatsächlich einen guten Markt. Der erste Kickstarter waren ja die Helden von Aventurien. Und da sind ja viele charaktervolle Leute zusammengekommen, wie auch Steffs Magister Ilmenblick. Steff freut sich. Der zweite setzt jetzt mehr auf die Antagonisten. Da verspreche ich mir auch sehr viel von, weil jeder Spielleiter braucht ja irgendwie mal 12 Orks, die er irgendwo aufstellen kann, um dann eben den Kampf zu visualisieren. Mhm. Aber jeder Spieler braucht halt immer nur einen Helden. Ja, und als bekennender Miniaturenfreak braucht man natürlich 12 Orks, weil es ja total langweilig, denselben Ork dreimal nebeneinander zu stellen. Man braucht die in unterschiedlichen Posen, anders aussehend, anders bewaffnet. So. Genau, als die Orks jetzt zum ersten Mal auf der Facebook-Seite von Westfalia gepostet wurden, waren auch viele Leute dabei, die nichts mit DSA zu tun hatten, die aber dann meinten so, sind das irgendwie Halborks, die wirken irgendwie zivilisiert, müssen die nicht weiter vorgebückt gehen. Und als dann erklärt wurde, so, das ist halt so bei Aventurien, das ist da ein kulturschaffendes Volk, da waren Leute schon ziemlich von abgeholt. Also ich finde den Weg interessant, über die interessanten Miniaturen von den bekannten kleinen Miniaturenschmiede eben den Weg zu gehen, auch die Marke DSA den Leuten nahezulegen und dass es diese für amerikanische Verhältnisse sehr bodenständige Fantasy eben auch gibt. Ja. Da hat sogar der Michael was Positives über DSA-Orks gesagt, das ist ja verrückt. Ja, und es wurde live aufgezeichnet. Andererseits, man sieht, glaube ich, sein Gesicht nicht on camera. Also es könnte er wird sich immer darauf herausreden, dass das nach 8 Stunden auf der Messe war. Ja, ja. Ja, ist mein 4. Tag hier. Ja, es wird allerdings es wird gefragt, wo du halt auch gerade hier sitzt als PDF-Mensch, sind wir zufrieden mit dem Skriptorium Aventuris? Das Skriptorium Aventuris ist eine wirklich interessante Sache für uns, weil es ja eine zentrale Anlaufstelle für alle Fanprodukte gibt, die auch noch dann mit Artwork von uns aufgewertet können. Ich glaube, für die Fans ist es eine total tolle Sache und für uns lohnt es sich auch, weil wir eben diese zentrale Anlaufstelle haben. Finanziell sagen wir mal, ja. Ich glaube, das meiste bleibt ja sowieso bei den Schöpfern dann eben hängen, was ja auch nur gutes Recht ist, weil wir nur in Anführungszeichen die Plattform zur Verfügung stellen mit dem Material. Aber es ist jetzt nicht kein Megaseller insgesamt für uns, aber es ist doch merklich. Ja, und inhaltlich können wir, glaube ich, auch zufrieden sein. Allein, was ganz da die Fenster kreative Zeug rausbringen. Oh ja. Und auch man ist sich Übersichten zum Teil.
Ja. Genau, und im Skriptorium können Leute ja auch Sachen unterbringen, die ihnen persönlich sehr wichtig sind, die für uns aber durch die, sagen wir mal, etwas geringere Menge an Interessenten nicht wirtschaftlich wären. Wie, hey, ich bringe für den Theaterritterband alles, was an Orten beschrieben ist, jetzt auch nochmal als Karten raus. Wenn ein Fan das in seiner Freizeit eben machen will und dann auch allen zur Verfügung stellt, ist das Skriptorium der perfekte Weg dafür. Wenn jetzt jemand sagt, die Gerichtsbarkeit in Aventurien ist mir ein total wichtiges Thema, ich mache jetzt einen eigenen Quellenband von 40 Seiten dazu und als PDF funktioniert das dann eben auch ganz gut. Wenn wir jetzt sagen, hier, wir möchten gerne Mittelreich das Gerichtswesen irgendwie ganz detailliert nochmal beschreiben, wäre eher ein Projekt für in ein paar Jahren vielleicht, weil eher andere Sachen noch eher kommen. Aber er hat jetzt auch über das Skriptorium die Möglichkeit, das direkt unter das Volk zu bringen. Wie stehst du eigentlich zu Fanfiction, Bernhard? Gibt es welche zu deinen Werken und liest du sowas? Es ist ein weites Feld. Also zum einen ist es immer schmeichelhaft, wenn man sieht, dass man irgendwas erschaffen hat, das andere so begeistert, dass sie daran weiterarbeiten. Die Leute sind aber unterschiedlich talentiert. Es gibt Dinge, die sind großartig, die liest man und sagt nur, wow. Also fang an, Romane zu schreiben, du hast es drauf. Und dann gibt es Dinge, Geschichten, die sind mit viel Herzblut geschrieben, aber das Talent, formulieren wir mal, ist noch ausbaufähig. Dasselbe bei Illustrationen. Ich freue mich immer, wenn Geschichten Bilder werden, aber die sind unterschiedlich gut. Aber die Begeisterung daran, dass Leute so sehr eine Geschichte gemocht haben, dass sie die jetzt nochmal in ein anderes Medium übertragen, die als Bild lebendig werden lassen. Oder ab und zu auf Veranstaltungen wie diesen sieht man die dann als Cosplayer plötzlich. Ne? Steht eine Emmerell aus meinen Elfenromanen vor mir und ich sehe sofort, in diesem Kostüm steckt unglaublich viel Arbeit. Man ist begeistert. Also das ist übrigens auch ein Grund... Das ist auch ein Grund zur Zufriedenheit. Das sind die Mandalorianer, die brauchen das ab und zu mal. Da muss man einfach mal rauslassen, wie männlich man ist. Aber ich sehe, da ist keine Emmerell drunter. Aber die Kostüme sind schon ziemlich cool. Ja, ja, cool sind die. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich keins anhabe. Mhm. Ja. Was auch noch gefragt wird, wie kompatibel werden die Skirmish-Regeln mit dem DSA-Regelwerk, dem aktuellen? Gar nicht. Also das sind schon zwei verschiedene Regelwerke. Man würde vom einen ins andere switchen und müsste als Spielleiter die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt ins Skirmish-Regelwerk, um eine größere, bei DSA möglicherweise mit 30 Beteiligten doch etwas unübersichtliche Situation in ein Regelwerk zu übertragen, das genau darauf ausgelegt ist und das dann vielleicht schneller durchzuspielen, als wenn ich es nach den konventionellen DSA-Regeln in dieser Größe durchspiele. Ist eine Spielleiterentscheidung und braucht eine tolerante Spielgruppe, weil manche stehen einfach nicht drauf. Ja, ich kann aus eigener Erfahrung aber nur sagen, es ist in der Regel ein beschleunigender Schritt, wenn man das macht, in einer Situation dieser Größenordnung, einfach rüberzugehen in das kleine Tabletop, das anzuspielen, in einer Stunde fertig zu sein und zurückzuswitchen in die Spielsituation. Und ja, es ist mein Hobby. Ihr fragt da keine neutrale Person. Genau, wir sollten auch nochmal erwähnen, das ist ja kein offizielles neues Skirmish-System für DSA, sondern das ist ja quasi deine Fanerweiterung für die... Ja, es ist KWs Fanerweiterung und ich darf ein bisschen mit dran basteln. Ja. Aber es ist sein Baby und er hat mich aber eingeladen, dass ich ein bisschen einfließen lasse. Und er wusste genau, dass ich nicht Nein sagen kann. Das muss auch mal erwähnt werden. Er kennt mich lange genug, um genau zu wissen, welche Bonbons man mir hinhalten muss. Und ja, egal, genau wie voll mein Zeitplan ist, ich werde ja sagen. Steff bringt man einmal als Miniatur raus und zieht ihn dann auch noch in die Regelentwicklung mit rein. Und da kann der nicht Nein sagen. Der ist einfach zu lieb dafür. Aha. Es wird gefragt, ob wir intern noch Tabletop spielen bei Ulysses. Ja, bei uns wird intern immer mal wieder Tabletop gespielt. Meistens aktuell Games Workshop Systeme. Sei es nun Kill Team oder Age of Sigma. Aber auch Warhammer Underworlds, muss man ja insgesamt sagen. Mhm. Das kommt immer mal wieder auf den Tisch. Wir haben allerdings auch noch mal Privateer Press, also War Machine gegen Hordes gespielt. Und wir sind insgesamt immer noch große Fans, auch nicht nur vom Spielen, sondern von dem ganzen Hobbyaspekt. Also Modelle umbauen, Modelle bemalen. Wir haben auch mal Bemalabende. Hier der Dominik, der hier auch bei uns rumläuft, der hat jetzt einen seiner Stormcast so umgebaut, dass er den auf ein großes, untotes Vieh gesetzt hat, um eben seinen neuen Lord Arcanum darzustellen. Das passt auch, weil er ist von den
Heroes of the Heldenhammer, also die haben sowieso ein sehr starkes untotes Thema, deswegen ist dieser Mortagen-Reitgerät, auf dem er da rumläuft, ein sehr cooler Umbau. Ich hoffe, er kann irgendwann mal Fotos davon posten. Ja, also wir sind immer noch sehr im Miniaturenschubsen unterwegs. Sehr gut. Und man fragt dich, wann du das nächste Mal in DSA-Runden zu sehen bist. Auf diesem Kanal. Das nächste Mal in DSA-Runden zu sehen, könnte in fernerer Zukunft liegen. Also in der DSA-1-Runde, die jetzt ja noch ansteht, mit dem Nubor sein Vermächtnis, werde ich nicht dabei sein, weil es geht ja darum, dass mein Charakter, den ich in den DSA-1 Let's Plays gespielt habe, verschollen ist und dann von den restlichen Spielerhelden gesucht wird. Ja. Ich möchte zu Protokoll geben, dass Michaels Antwort nicht war, nie wieder. Wir machen ja gleich Worldbuilding mit Savage Worlds, wo ihr Elemente einbringen könnt in das Setting. Das muss er dann leiten. Mal gucken. Sehr, sehr gut. Wenn der Chat noch Fragen hat, dann... Ja, gibt es Fragen aus dem Plenum, Steff? Plenum. Wir haben alle Antworten für alle Fragen geleistet. 42. Sag sehr fertig. Cool. Dann würde ich dir noch überlassen, Abschlussworte oder eine Botschaft an die Zuseher, 80 an der Zahl gerade, zu geben. Ja, also ganz werteneutral. Spielt Rollenspiele. Macht das einfach, weil einige der großartigsten Abende meines Lebens habe ich mit Freunden Rollenspielen verbracht und... Wer da einmal tief eingetaucht ist, wird mir sofort zustimmen, es ist besser als der beste Spielabend, der beste Kinoabend. Und als Autor muss ich jetzt ganz ungeschäftstüchtig sogar gestehen, es ist auch noch besser als gute Bücher, weil man macht es in der Gruppe, man hat ein Gemeinschaftserlebnis, das man mit in sein Leben trägt. Wohingegen Buch liest man immer alleine. Ja. Es ist einfach großartig. Gebt Rollenspiel eine Chance, solltet ihr es noch nie getan haben. Wobei ich vermute, die meisten, die hier zuschauen, wissen ganz genau, worüber wir reden. Ich glaube, wir sprechen vom Fachpublikum. Probiert es einfach mal aus. Es ist großartig, wunderbar und man sollte diesen Zauber nicht verpasst haben in seinem Leben. Es ist ganz klar nicht jedermanns Sache, wie es mit allen Dingen im Leben ist. Aber wen dieses Virus einmal packt, ich war 16, als es mich erwischt hat und ich habe zunehmend graue Haare im Bart. Es hat mich nie mehr losgelassen, weil es großartig ist. Verpasst diesen Zauber nicht, riskiert es und alle, die hier zuschauen und zuhören und sowieso schon infiziert sind, ihr wisst, wovon ich rede und euch wünsche ich noch viele großartige, magische Spielabende. Ja, und tut es, Bernhard, gleich und gebt das Hobby an eure Kinder, eure Freunde und andere Leute weiter. Ja, spielt hier vor Ort. Wir sind noch bis Sonntag da. Wir bieten Demos für alle Spiele an. Vielen Dank für diese warmen Worte. Und ja, genießt das Spiel und euer Hobby. Und wenn ihr auf der CTXP seid, dann geht mal zum Stand von Werner Tennen und Roel Co. und guckt mal, ob das mit den Pheromonen tatsächlich stimmt. Das werde ich nachher mal auschecken. Ja, und, komm mal mit. Wir haben da einen ganzen Stapel Bücher. Und liebe Grüße aus dem Chat. Mehrere Leute wollen, dass du die an Robert übermittelst. Unter anderem Doro Wittstock, aber... Mache ich. Ich muss in 10 Minuten mit ihm auf einer Bühne sein. Und werde ihm als erstes mal erzählen, um ihn so richtig zu pushen. Ey, im Chat hat keiner nach dir gefragt. Irgendwas machst du falsch. Ja, gut. Ja, dann steht er schon mal richtig unter Adrenalin, wenn er auf die Bühne zur Filiason-Lesung geht. Sehr gut. Wenn ihr ihn von den bösen Kollegen bewahren wollt, auftauchen. Aber wenn ihr euch zu diesem Murmelspiel überredet, das Beorn-Glas ist das Glas der Wahl. Ne? Hört nicht auf ihn, vertraut ihm nicht. Ne? Sobald er anfängt zu retten, vertraut ihm nicht. Vertraut ihm nicht. Ihr müsst zum Beorn-Glas gehen, die Murmel muss da reinfallen. Und wollt ihr mal einen Autor weinen sehen? Das ist der Weg. Ne? Das klappt. Ja, und es ist halt auch die björnige Methode, halt jetzt ihm die Informationen und die Grüße vorzuenthalten. Hier zu agitieren. Gut. Also, ich habe heute was gelernt. Ich gehe hier als besserer Mensch raus. Nein, du willst gleich einen Autor weinen sehen. Ich sehe es in deinem Gesicht. Ja, ich glaube, wir lassen dir noch etwas Zeit für den Fußmarsch durch die Halle. Jo. Und verabschieden uns von unseren Zuschauern. Jo. Dann auf bald in einem anderen Videochat.